Eine Katastrophe historischen Ausmaßes hat die Eifel getroffen. In vielen Landkreisen wurde der Katastrophenalarm ausgerufen. Besonders schlimm ist die Lage an der A im nordwestlichen Rheinland-Pfalz. Nach Angaben der Polizei sind im Ort Schuld am Oberlauf der A mehrere Häuser eingestürzt und viele weitere drohen noch einzustürzen. Dazu werden etwa 30 Menschen vermisst. Der bisherige Höchststand der A mit 3,70 Meter wurde binnen weniger Stunden regelrecht pulverisiert. Zuletzt wurden dort rund 5,80 Meter gemessen. Danach sind die Meldungen ausgefallen. Vermutlich lag der Höchstwert bei rund 7 Meter. Ja, das ist jetzt der Blick da runter ins Tal. Und es stinkt hier nach Benzin und das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, also ich sehe immer noch hier viele Autos da hinten im Wasser. Danach war ich sehr lang wach gewesen, bis um 4.30 Uhr, um 4:30 heute Morgen, weil ich aus irgendwelchen Gründen nicht schlafen konnte. Und so wie das fast überall im Moment in Deutschland ist, regnet es sehr viel und wir haben auch schon seit Wochen mit dem Regen zu kämpfen. Und heute Nacht ist mir dann auch wieder, gestern Nachmittag hatte es bereits begonnen zu regnen. Und das hat sich dann, wie ich gemerkt habe, einmal wieder die ganze Nacht durchgezogen. Das war nicht das erste Mal. Und wusste aber nicht, dass zur gleichen Zeit in meinem Heimatort gerade etwas vor sich geht, wie wir das hier gerade auf diesen Bildern gesehen haben, nämlich im Kreis Ahrweiler, wo ich selber aufgewachsen bin. Und das ist nicht das erste Mal, dass so etwas generell passiert. Aber das, was den Kreis Ahrweiler besonders getroffen hat, auch Städte jetzt wie Hagen, Wuppertal und so weiter, ist von einem Ausmaß, was mir zumindest und ich glaube vielen anderen Generationen so in diesem Sinne noch nicht bekannt war. Und nicht nur, dass wir gesehen haben, Naturkatastrophen, wie sie zunehmen, dass dort Ernteverluste waren und so weiter, sondern natürlich haben wir es hier auch mit Menschenleben zu tun, die... Ja, wo jetzt mittlerweile die aktuellen Zahlen sagen, ich habe eben noch mal kurz reingehört, dass im Moment so circa um die 40 Menschen sind, die bei dieser Katastrophe bisher gestorben sind und es sind noch etliche, die vermisst werden. Ich möchte heute Abend den Betroffenen erstmal mein Beileid aussprechen, die besonders getroffen sind, die Menschen verloren haben und möchte diesen Abend nutzen, um aus biblischer Sicht einige Dinge zu dem, was hier gerade in Deutschland passiert ist, sagen. Besonders auch getroffen auf den Kreis Ahrweiler, wo ich selber auch aufgewachsen bin. Und das ist also dort, wo ich groß geworden bin und wo wir auch sehr lange gewohnt haben, in verschiedenen Orten im Kreis Ahrweiler, bis wir vor einiger Zeit umgezogen sind, vor einigen Monaten. Und ich habe heute Morgen schon recht viele oder auch über den Tag Nachrichten bekommen von einigen von euch, die nachgefragt haben, wie es mir denn geht und der Familie. Erstmal ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr danach gefragt habt. Und viele von euch wussten halt nicht, dass wir, oder ich persönlich halt mit meiner Frau umgezogen bin, dass wir nicht mehr im Kreis Ahrweiler selber sind. Aber meine Eltern sind immer noch dort. Und natürlich viele Freunde und Bekannte. Und wir hatten ja auch im Ahrweiler selber dort 7 Jahre lang diesen veganen Bioladen Manhu gehabt. Und deshalb kennen uns auch einige Leute natürlich auch dort. Aber mittlerweile sind wir dort weggezogen und leben jetzt mittlerweile oben auf der Spitze eines Berges. Und obwohl wir auch sehr, sehr, sehr viel Regen hatten in den letzten Wochen, auch jetzt speziell in dieser letzten Woche wieder und auch gestern, bis heute Nacht, wie gesagt,
waren es doch nur kleinere Dinge, die irgendwo Schaden genommen haben, wo es sehr, sehr glimpflich abgelaufen ist und was man überhaupt nicht vergleichen kann mit dem, was dort jetzt in Ahrweiler oder auch in anderen Städten in Deutschland in den letzten Tagen passiert ist. Und ich denke, dass ihr sehr, sehr gut darüber informiert seid und will da jetzt auch nichts in dem Sinne neue Informationen bringen bezüglich das, was die Nachrichten da präsentieren. Aber möchte, wie gesagt, heute einfach mal die Chance nehmen, weil vielleicht einige Fragen sicherlich jetzt aufgekommen sind bei dem einen oder anderen, das einfach mal als gläubiger Mensch aus der Bibel heraus zu erklären. Und möchte mit einem Artikel beginnen, den ich heute in der FAZ entdeckt habe. Und auf diesen Artikel werde ich später auch nochmal eingehen. Hier heißt es, zahlreiche Menschen durch Hochwasser gestorben. Man spricht also aktuell, wie gesagt, von 42 Toten. Die nehmen aber zu, diese Zahlen. Und es war schon sehr heftig, was passiert ist, weil normalerweise 70 Liter pro Quadratmeter pro 24 Stunden normalerweise im Durchschnitt dort fallen. Und jetzt waren es 150 Liter pro Quadratmeter pro 24 Stunden. Schauen wir mal in diesen Bericht hinein. Starkregen gab es vielerorts, vor allem eben im Westen Deutschlands, das haben wir jetzt mehrfach gehört. Dramatische Zustände auch im rheinland-pfälzischen Ahrweiler. Dort kamen mindestens 4 Menschen ums Leben. Der Ort Schuld ist besonders betroffen. Entschuldigung. Ach so. Zu dem Ort Schuld, wo 6 Häuser eingestürzt sind, da werden etwa noch 70 Menschen vermisst. 2 Dutzend weitere Gebäude sind laut Polizei einsturzgefährdet. Also da ist noch gar keine Entwarnung in Sicht. Vorher schon hatte der Kreis Vulkaneifel den Katastrophenfall ausgerufen und auch Hilfe von der Bundeswehr angefordert. Einige Orte sind wegen des Hochwassers nicht mehr erreichbar. Ja, es ist schwierig im Moment in diese Orte hineinzukommen und viele haben Stromversorgung weg, Handynetz, Telefonnetz und so weiter ist weg, Internet weg. Ich habe von einigen auch gehört, dass gar kein Trinkwasser im Moment zugänglich ist. Und für viele kam das wirklich wie ein Freund, mit dem ich telefoniert habe, der dort lebt, der sagte, es kam wirklich wie ein Dieb in der Nacht. Und zwar auf einmal zwischen 12 Uhr nachts und 3 Uhr morgens ist das Wasser so stark angestiegen, dass es einfach viele überrascht hatte, obwohl es vorher schon sehr stark geregnet hat und auch die Ahr, der Fluss dort, schon über die Grenzen hinaus gegangen ist. Aber es war für viele sehr, sehr überraschend, weil es auch, wie gesagt, im Schlaf kam. Und das ist nicht unbezeichnend. Das ist auch etwas, wo die Bibel etwas zu sagen hat, aber da möchten wir später darauf eingehen. Und das Wasser muss wohl teilweise, es gibt verschiedene Aussagen jetzt dazu, aber teilweise zwischen 3 bis 5 Meter sogar hoch gewesen sein, weil man davon auch spricht, dass ganze Häuser auch verschwunden sind unter dem Wasser. Und ich kann das im Moment jetzt noch nicht bestätigen. Ich habe einiges gesehen, einige Bilder, einige Videos gesehen. Freunde haben mir auch Sachen geschickt, was wir uns jetzt auch anschauen werden. Aber es muss sehr, sehr, sehr dramatisch gewesen sein. Und eines der ersten Bilder, was ich heute gesehen habe, war dieses Bild, was direkt in der Kreisstadt Ahrweiler aufgenommen ist. Und zwar sieht man dort das ist nicht eine normale Straße, die irgendwie querläuft, sondern es ist eine Brücke, die dort stand und jetzt in sich zusammengebrochen ist. Und man schaut dort geradeaus auf das sogenannte A-Tor. Ahrweiler hat 4 Stadttore. Und das ist das A-Tor, wo man drauf schaut. Und ich bin auch immer dort morgens, als wir noch in Mann Hu gearbeitet haben, unserem Bioladen, morgens mit dem Auto diese Strecke gefahren. Und es ist nicht die einzige Brücke, die eingebrochen ist, sondern es sind mittlerweile, nach meinen Informationen, die ich jetzt gerade aktuell habe, ich glaube 2 mindestens sogar eine dritte Brücke mittlerweile eingebrochen und mehrere sind Einbruch gefährdet. Das heißt, die Menschen sind noch im Moment abgeschnitten ein wenig und können die anderen Brücken, die auch noch stehen, im Moment nicht benutzen. Es gibt auch noch einige Dinge, die wir dort gelagert haben, von unserem Bioladen in einem Keller und in einem Container irgendwo. Wissen wir jetzt noch nicht, was damit passiert ist.
ist aber letztendlich nur, wie ein Freund von mir auch sagte, bei dem das Wasser auch reingelaufen ist in den Keller und in die Wohnung, alles nur Sachschäden, was nicht von Bedeutung ist, weil wir auch, wie gesagt, erlebt haben oder hier erleben leider, dass einige Menschen wirklich gestorben sind. Und ein Freund sagte zu mir, es sieht wirklich aus, als sei der Krieg ausgebrochen. Und als ich diese Bilder gesehen habe, ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass der Kreis Ahrweiler Hochwasser erlebt. Wir haben auch schon vor etlichen Jahren auch schon relativ hohes Hochwasser gehabt, aber so etwas in einem solchen Ausmaß habe ich selber auch noch nie erlebt. Und ihr kennt das, wenn man selber betroffen ist von dieser Sache. Ich bin jetzt nicht direkt getroffen, unmittelbar, aber wir werden es gleich noch hören, irgendwo dann doch schon, aber man ist schon sehr emotional jetzt bei dieser Sache dabei, weil bei all den Bildern und Videos, die gerade weltweit durchs Netz gehen und man diese ganzen Straßenzüge sieht, Häuser sieht, Menschen sieht, dass man alle diese Dinge sehr, sehr gut kennt und dass einem sehr gut vertraut ist. Hier ist eine weitere Brücke. Wir schauen jetzt mal gerade ein paar Bilder an, die dort in der Ortschaft Bachem, das ist neben Ahrweiler, zusammengebrochen ist. Das war die nächste Brücke, von der die wir gerade zuvor gesehen haben. Hier sieht man eine Luftaufnahme, die ist leider ein bisschen schlecht, aber wir haben gleich ein bisschen klarere Bilder, damit man sich das Ganze mal so ein bisschen vorstellen kann, wie das, das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, da sind ja sehr, sehr viele Orte von betroffen. Und dieses Bild hat jemand bei Instagram gepostet, dort sieht man die Kreissparkasse in Ahrweiler, wie sie dort auch unter Wasser steht. Die Bäume, die ihr dort links seht, die stehen eigentlich auf einer Brücke, auf einer Mauer. Das heißt, das Wasser ist schon relativ hoch und man sieht im Hintergrund rechts, sieht man auch noch in einer kleinen Ecke das Haus von einem guten Freund von mir. Und der, mit dem habe ich heute telefoniert und bei dem ist das Wasser auch in den Keller komplett gelaufen und auch teilweise ins Erdgeschoss, wo er lebt. Und er hat mir ein paar Bilder von sich geschickt, die er jetzt mit seinem Handy gemacht hat oder bekommen hat und weitergeleitet. Das ist jetzt aus seinem Fenster heraus aufgenommen. Und dort sieht man einmal, als das Wasser noch dort ist und als es dann nachher schon teilweise abgesackt ist. Das Gleiche, rechts runter die Straße fotografiert, vor eines der Autos dort in den Vorgarten jetzt liegt. Einmal, als das Wasser noch mehr da war und dann, als es schon ein bisschen wieder sich zurückgezogen hat. Dieses Bild ist jetzt im Hinterhof aufgenommen, ist relativ noch, wenn man gleich andere Bilder sieht, noch harmlos. Ist jetzt schon nicht schön, aber wenn man solche Bilder sieht, wie zum Beispiel in der Ortschaft Marienthal. Das ist eine Ortschaft, die direkt neben meinem früheren Wohnort und wo meine Eltern auch jetzt noch leben, sind. Und als ich diese Bilder gesehen habe, habe ich mich natürlich auch direkt gefragt, wie es wohl in der Ortschaft aussieht, die direkt ein paar hundert Meter daneben ist, direkt daran anschließt von meinen Eltern. Und jetzt sehe ich gerade, dass es, glaube ich, nicht Marienthal ist, sondern ich muss mich gerade korrigieren. Ich glaube, es ist die Ortschaft Dernau, wenn ich das richtig sehe, weil ich unten die Esso-Tankstelle sehe. Es müsste die Ortschaft Dernau sein, entschuldigt bitte. Und dort sind auch viele Leute, die ich auch kenne. Und ist aber auch unmittelbar in der Nähe von Marienthal und auch von dem Heimatort meiner Eltern. Hier eine weitere Aufnahme. Ich habe jetzt noch nicht direkt zuordnen können. Es ist irgendwo in Ahrweiler. Man sieht die Kirche im Hintergrund, eines der Stadttore. Und ist vermutlich von der Bachemer Brücke, die Leute, die das kennen, aufgenommen worden. Vermutlich mal da die Ecke ungefähr. Und man sieht, wie hoch das Wasser gereicht hat, dass es schon wirklich gut in den ersten Stock dort, in den zweiten Stock hineinreicht. Ja, noch eine weitere Aufnahme. Das ist jetzt die Ortschaft Marienthal, die ich zuvor genannt habe. Und die ich sehr, sehr gut auch kenne. Und hier sieht man bei diesem ganzen Schutt, der dort sich gesammelt hat, wie das Auto noch oben drauf steht. Und schauen wir in einen kurzen Bericht einmal hinein. Man sieht also, wie die ganzen Autos wirklich zertrümmert und überall in den Vorgärten liegen. Und das ist schon was anderes, wenn man das erste Mal jetzt, man hat solche Bilder schon vorher gesehen, auch in Deutschland, aber wenn man jetzt teilweise selber davon betroffen ist, hat das natürlich eine andere Auswirkung auch.
Und jetzt hat sich das Wasser schon etwas zurückgezogen. Jetzt bleibt natürlich das ganze Chaos dort, der ganze Schlamm und so weiter. Wer das schon mal mitgemacht hat, der kann das sehr gut nachvollziehen. Nun, das waren jetzt einige Bilder schon aus der Ortschaft, auch wo meine Eltern direkt leben im Kreis Ahrweiler. Wir werden gleich noch ein anderes Video dazu sehen, wo es noch ein bisschen genauer sieht. Und ich habe auch lange Zeit meine Eltern jetzt erstmal nicht erreichen können. Und habe dann aber, oder sie haben mich dann erreicht heute über das Handy von jemand anderem. Und meinen Eltern geht es Gott sei Dank gut. Ihnen ist nichts passiert erstmal. Der ganze Keller steht zwar komplett unter Wasser und auch der erste Stock ist teilweise unter Wasser. Aber meine Mutter sagte mir am Telefon, dass sie wirklich dann fliehen mussten aus dem Haus heraus, als es auf einmal so heftig wurde. Und wir haben gestern Abend noch telefoniert gehabt und meine Mutter fragte noch, wie es bei uns aussieht, weil meine Oma und die Familie meines Onkels bereits schon Hochwasser im Haus hatten, gestern Abend bereits. Da werde ich aber gleich auch nochmal zu kommen. Und auch das Auto, was meine Eltern auch gerade neu gekauft hatten, ist auch weggeschwemmt worden. Wie gesagt, es ist alles Sachschaden, kann man alles über Versicherungen vielleicht oder anders irgendwie regeln, solange keine Menschenleben da jetzt betroffen sind in der Familie oder im direkten Bekanntenkreis, ist man natürlich auch erstmal sehr dankbar, aber traut natürlich auch für die Menschen, die jetzt halt ihr Leben lassen mussten dort. Aber ich bin dankbar trotzdem, dass meinen Eltern da nichts weiter geschehen ist. Habe jetzt auch bis jetzt heute keinen weiteren Kontakt jetzt bekommen können. Sie durften eine Zeit lang jetzt nicht ins Haus. Ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile wieder möglich ist. Mal schauen, wenn ich wieder mit Ihnen sprechen kann. In dem Ort, in dieser kleinen Ortschaft selber, wo wir jetzt gleich ein Video von schauen, ist auch mindestens eine Person unmittelbar dort gestorben. Und jetzt schauen wir mal in ein nächstes Video hinein, was jemand dort aufgenommen hat, der dort in dem Ort selber drin ist. Und dort sieht man dann auch gleich den Einkaufsladen, wo wir früher oft einkaufen waren und auch die Kapelle, wo ich früher als Messdiener war, als ich noch katholisch war. Schauen wir mal in dieses Video hinein. Ich stehe hier in der Ortschaft Walporzheim. Das ist ein Ort im Landkreis Ahrweiler. Er hat ungefähr 500, 600 Einwohner. Und die Menschen haben mir gerade erzählt, dass gestern Abend gegen 22, 23 Uhr muss das gewesen sein, sei eine regelrechte Wasserlawine über den Ort hereingebrochen. Das Wasser muss rund 4 Meter hoch gestanden haben. Die Menschen hatten nur wenige Minuten Zeit, um zu fliehen. Wer es nicht geschafft hat, ist hoch in den zweiten Stock, in den Speicher. So haben mir es die Menschen erzählt. Das Bild ist hier katastrophal. Die Menschen müssen Schlammmassen wegschippen. Überall liegt Schutt rum, Reste von Häusern, Baumstämme, umgekippte Autos. Alles ist zerstört. Die Häuser sind unbewohnbar. Gerade vor wenigen Minuten ist der Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz hier eingetroffen. Ich konnte mit einem Arbeiter kurz sprechen. Er meint, er macht den Job seit 38 Jahren. Er hat doch nie zuvor sowas erlebt. Bezüglich Vermissten oder Opfern auch, die es hier gegeben haben soll, oder Verletzten. Dazu konnte die Polizei bislang gar nichts sagen. Dazu ist die Lage noch viel zu unübersichtlich. Ja, da wird einem schon ein bisschen anders, wenn man das so sieht und 100% mit diesem Ort vertraut ist und ich dort lange Jahre gelebt habe. Und als Eltern oder meine Eltern selber wohnen ein paar Meter dort weg von dem Platz jetzt gerade, was gezeigt wurde. Und wir sind ja vor einigen Jahren halt umgezogen mit meiner Frau, mehr schon immer noch im Kreis Ahrweiler, aber halt mehr in die Natur bereits. Ihr kennt das von meinen Gartenvideos. Und ich habe heute mit Freunden telefoniert und sie haben mir erzählt, dass selbst dort in diesem Ort, wo wir dann zuletzt waren, bevor wir jetzt hier hingekommen sind, selbst dort das Wasser, was ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wir sind ungefähr, ich denke mal, 200 mindestens Höhenmeter mehr zu Ahrweiler selber, zur Stadt Ahrweiler. Vielleicht ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr, aber ungefähr. Selbst dort stand der Ort teilweise unter Wasser und ist sogar fast bis an das Haus
herangekommen, wo wir zuletzt dann waren. Und ja, schauen wir noch in ein anderes kurzes Video hinein. Da sind Häuser mitgerissen worden, mindestens 4 Personen sind ums Leben gekommen. Und Jens, es ist sehr, sehr schwierig offenbar überhaupt dorthin zu kommen, um sich selbst ein Bild von dieser dramatischen Lage machen zu können, oder? Es ist aktuell nahezu unmöglich, nach Schuld zu fahren. Die Autobahnabfahrten sind alle dicht, alle abgesperrt. Und selbst wenn es mal durchgeht, dann sieht man es immer wieder aus dem Auto, dass teilweise Schutt, Schrott und Ähnliches direkt auf den Straßen liegt, sodass es überhaupt kein Fortkommen mehr gibt. Wir sind jetzt hier in Ahrweiler und hier sehen wir Bilder, die wir selten sehen bzw. noch gar nicht gesehen haben. Wir sehen es hier direkt im Herzen der Stadt. Ein Auto, ein Oberklassefahrzeug, direkt hier über dem Zaun hängend. Unten fließt noch ein kleiner Bach lang, natürlich auch mit Hochwasser. Das sind in der Tat Bilder, die höchst ungewöhnlich sind, insbesondere für diejenigen, die hier wohnen, insbesondere für denjenigen, denen dieses Auto gehört. Denn der Halter, der ist jetzt bei uns, beziehungsweise wir sind direkt bei ihm hier an seinem Haus, beziehungsweise am Auto. Schönen guten Tag, Herr Pult, ich grüße Sie ganz herzlich. Herr Reupert, guten Morgen. Was ist hier passiert? Wie hat sich das ereignet? Das sind, wie schon erwähnt, wirklich Bilder, die höchst ungewöhnlich sind. Das kann man sagen. Ich war gestern Abend noch an der A. Dann habe ich schon gesagt, naja, das ist schon ganz schön strömend und reißend da, das Wasser. Mir wurde aber im Hotel gesagt, in den letzten 22 Jahren ist nie was passiert. Ich könnte mein Auto ruhig stehen lassen. Das habe ich auch dann getan. Nur um 12:30 war es wohl, bin ich wach geworden. Ich bin im ersten Stock hier im Hotel und habe dann festgestellt, dass mein Auto an mir vorbeischwamm. Hier durch diese Öffnung dort und ist dann hier irgendwie hängen geblieben. Und ja, zum Glück, sag ich mal, ist es dann ja so hoch. Hoffentlich kann ich noch was retten aus dem Kofferraum. Das heißt, er stand vorher drin auf dem Innenhof und wurde dann rüber gespült, geschwemmt. In der Innenstadt? In der Oberhutstraße 48 vor dem Hotel Rodderhof und ist durch den Innenhof hier durchgeschwemmt worden. Ja, ein Auto mit 2,5 Tonnen, mal ebenso. Also es war bis zur ersten Etage das Wasser, kann man sagen. Was haben Sie denn da gedacht oder gefühlt, so möchte ich es mal formulieren? Ja, ab dem Moment dachte ich mir, ja, Hauptsache, zum Glück bin ich in der ersten Etage, dachte ich mir, dass es mir nicht mehr passiert. Und habe dann geschaut, dass ich meine Sachen zusammenpacke und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und anderen noch geholfen. Wie wurde Ihnen geholfen, Herr Pult? Gab es vom Hotelier Hilfe, Polizei, Feuerwehr? Ich meine, so ein Bild, das ist natürlich nicht ohne. Und man muss es ja sicherlich auch irgendwie absichern, dass das nicht irgendwie runterrutscht, reinrutscht, umfällt, was auch immer, andere gefährdet. Also ich denke, dass es hier ganz andere Themen gibt als so ein Auto. Und das Wasser war so reißend, dass niemand durchgekommen ist. Es war keine Hilfe möglich. Dass man wirklich schauen muss, dass man auf eine Höhe kommt, wo das Wasser nichts mehr ist. Und ich habe halt geschaut, wer ist noch irgendwo hier, da, wo kann ich was anfassen. Aber es war so schnell, das war blitzschnell. Innerhalb einer halben Stunde war das Wasser auf 3-4 Meter Höhe. Also wie eine Welle, die durchging. Jetzt ist es langsam ansteigt, sondern es kam eine Welle durch, inklusive Auto. Ja, ganz genau. So war's. Ja, soweit ich auch richtig informiert bin, wurde mir gesagt, dass auch die Geschäfte sehr stark leer gekauft sind. Und das haben wir ja in der Corona-Zeit jetzt auch gemerkt, immer wieder. Aber es ist interessant doch, wie schnell sowas gehen kann, oder? Wie das über Nacht sozusagen buchstäblich kommen kann. Und dann die Leute halt natürlich aus Angst heraus dann diese Hamstereinkäufe machen. Und da müssen wir uns mal die Frage stellen an diesem Punkt, ob wir merken, wie stark wir eigentlich abhängig von dem System geworden sind. Meine Lieben, was würden wir jetzt machen, wenn du in den Laden kommst und du merkst, die Regale sind leer und da ist auf einmal nichts mehr? Das ist etwas, was für unsere Generation vollkommen neu ist. Seit Corona hat man es ein bisschen manchmal gemerkt. Aber wir haben keinen Weltkrieg bisher erlebt oder sonstiges oder Essensknappheit. Aber wir sehen, dass das immer mehr kommt. Nicht nur durch das Wetter, dass Ernteausfälle da sind oder dass die Leute jetzt diese Hamstereinkäufe machen. Was ist es beim nächsten Mal, wenn ich vielleicht Essen im Keller gelagert habe, aber mein Keller 2 Meter hoch mit Wasser jetzt voll ist und vieles von dem Essen vielleicht kaputt gegangen ist oder weggeschwemmt und ich in den Laden komme und nichts mehr finde und ich auch online nichts einkaufen kann, weil in den nächsten Tagen der Postbote nicht durch diesen Trümmer an meine Haustür kommen kann. Was mache ich dann? Merken wir, wie abhängig wir von diesem System geworden sind?
oder man uns hat abhängig gemacht von diesem System. Ich möchte nochmal zu dem Artikel zurückgehen von der FAZ. Als ich diesen Artikel durchgeschaut habe, ist mir auf einmal dieses Bild aufgefallen. Ich mache das mal größer. Und wenn ich es richtig einschätze, und ich bin mir immer noch, ich habe es noch nicht prüfen können, aber ich bin mir zumindest zu 99% sicher, dass das exakt der Ort ist, wo meine Oma und die Familie meines Onkels zu Hause sind. Und zwar sieht man im Hintergrund dort die Häuser stehen, aber ganz vorne sieht man dort, das ist eine Dinkelbäckerei, die dort, wo man sieht, ein Drittel oder die Hälfte des Hauses komplett weggerissen wurde. Nun, ich habe noch keine Informationen darüber, wie es diesen Menschen ergangen ist, ob sie sich retten konnten oder nicht. Aber es ist mein Gebet und meine Hoffnung, dass die Menschen dort rausgekommen sind. Ich kenne die Familie nicht sehr gut, aber ich kenne sie. Ich weiß aber, dass meine Familie, vor allen Dingen meine Mutter, diese Familie gut kennt. Und im Hintergrund, wie gesagt, sieht man irgendwo das Haus meiner Oma und auch von der Familie von meinem Onkel. Und die hatten ja gestern Abend schon Hochwasser gehabt. Und jetzt war lange Zeit unklar, was denn mit der Oma ist. Meine Eltern konnten da nicht hinfahren, hatten ja auch kein Auto mehr, aber kamen überhaupt nicht dahin. Du kommst ja nicht durch die Ortschaften, weil Ahrweiler oder das Ahrtal eine Straße dort herführt. Es gibt natürlich auch einige Umwege, aber es war alles gesperrt, alles zu. Es waren teilweise, wie gesagt, manche Ortschaften wurde berichtet. Ich kann das jetzt im Moment noch nicht bestätigen, ob es so ist, ist das, was ich gehört habe, dass manche Häuser, aber das haben manche Bilder ja auch gezeigt, wirklich komplett sogar unter Wasser waren. Und auf jeden Fall, meine Eltern konnten selber jetzt auch nicht dorthin oder irgendwelche Informationen. Ich habe dann heute Nachmittag meinem Onkel telefonieren können, der auch jetzt nicht zu Hause ist, aber der die Information wohl bekommen hat, dass die Feuerwehr meine Oma dort aus dem Haus mit einem Schlauchboot retten konnte. Und das ist das Moment, was ich an Informationen habe. Mehr weiß ich selber aktuell noch nicht. Ich hoffe, dass ich bald Infos bekomme und dass ich hoffe, dass es meiner Oma und auch der Familie meines Onkels, abgesehen natürlich von dem wirtschaftlichen Schaden, dennoch gut geht. Nun, erfahren davon, dass das überhaupt alles im Moment da was passiert, habe ich eigentlich heute Morgen durch einen Anruf von meinem Bruder, der mir zuerst ein Bild geschickt hat. Und das war das Bild, was er mir geschickt hat. Und zwar das folgende. Das ist das, was er heute Morgen sah, als er aus dem Fenster schaute und er an seinem freien Tag sich dachte, ob er nicht jetzt gleich mal in den Garten geht, um dort ein bisschen Unkraut zu ziehen. Und dann sah er aber, wie hoch das Wasser bei sich in das Dorf hineingekommen ist und wie stark der Fluss übergetreten ist. Und es hat selber sein Haus, seines, jetzt nicht betroffen. Aber man sieht die Menschen dort draußen schon stehen. Und viele von ihnen, mein Bruder, wird er gleich nochmal zu kommen, hat aber mit ihnen gesprochen. Und viele sind natürlich auch aufgelöst und hilflos. Vor allem die Leute, die wirklich da jetzt einiges verloren haben. Das sehen wir gleich noch. Aber ich war eigentlich jetzt gerade auf dem Weg gewesen, in den nächsten Tagen zu meinem Bruder, um dort eine neue Aufnahme zu machen in seinem Garten. Und einige von euch mögen das Video geschaut haben, in einem Monat zum Erlebnisgarten, wo mein Bruder dort in diesem Ort an der luxemburgischen Grenze einen sehr, sehr, sehr schönen Garten mit Gottes Hilfe aufgebaut hat. Wer dieses Video nicht kennt, der kann sich das gerne einmal anschauen oder in Erinnerung rufen. Denn mittlerweile ist aus diesem Garten, wo mein Bruder noch vor einigen Tagen mir sagte, ja, die Tomaten, die werden teilweise schwarz und fangen an zu schimmeln, weil es so viel geregnet hat, mittlerweile genau das daraus geworden ist. Und zwar ist der Garten komplett weg. Folientunnel ist weg, alles, was dort schön aufgebaut war, ist weg. Und nochmals, das sind so gesehen nur Sachschäden, aber dennoch ist es natürlich schade. Man darf immer dankbar sein, dass dem eigenen Leben nichts passiert ist oder vielleicht andere Menschen nicht ums Leben gekommen sind. Ist aber natürlich trotzdem irgendwo
kann man das nachvollziehen. Vor allen Dingen, als ich das auch gehört habe, hat es mir auch erstmal im Herzen ein bisschen geschmerzt, weil man ja selber sehr begeistert am Gärtnern ist. Also es ist komplett weggeschwemmt. Mein Bruder hat noch selbst das Folienzelt, glaube ich, meine ich, irgendwo liegen sehen oder Paletten, die dort weggeschwemmt wurden. Und er stand dort noch auf der Brücke gestern und hatte sich das alles angeschaut, was jetzt heute so aussah. Aber gestern war das Wasser noch nicht ganz so hoch und sah noch, wie dort Heuballen weggeschwemmt wurden. Und dachte noch so, wie interessant das aussieht. Und heute Morgen, als er dann das Fenster aufmachte, sah er also dieses Bild. Und normalerweise sind es 3-4 Meter von der Brückendecke bis zu dem Fluss runter. Und auch unmittelbar in der Nähe von meinem Bruder sind auch Häuser betroffen gewesen, wie dieser Neubau zum Beispiel jetzt, wo Menschen auch dort standen und einfach hilflos waren. Mein Bruder aber die Möglichkeit hatte, mit diesen Menschen zu reden und ihnen auch Zeugnis zu geben und ihnen auch Hoffnung zu machen. Und dort auch er speziell eine Familie angetroffen hat, die sehr, sehr offen waren für das, was mein Bruder ihnen dort als Trost spenden konnte, aber auch, was er ihm aus dem Wort Gottes dazu sagen konnte, warum Gott eigentlich solche Dinge zulässt, warum so etwas passiert. Und da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber es ist interessant, dass einer, bevor wir weitere Bilder schauen, dass einer dort der Dorfbewohner auch sagte, dass sie schon öfter Hochwasser hatten, nicht in diesem Ausmaß, aber dass immer bis jetzt gewarnt wurde. Und diesmal gab es keine Warnung, also hat es die Menschen wirklich überrascht, wie ein Dieb in der Nacht. Nun, mein Bruder ist also dann raus, ist zu den Menschen dort auf die Straße und wie gesagt, hatte einige sehr gute Gespräche, hat aber auch Reaktionen von Menschen erlebt, dass als er gerade rausging, dort zu diesen Menschen, dass sie ihn dann fragten direkt: Nun, Christoph, wo war dein Gott? Wo war dein Gott nun? Dieses Dorf ist, sind viele Menschen, die sich zum christlichen Glauben bekennen. Selber, nicht alle, aber einige sind dort, die sich zum christlichen Glauben bekennen. Das ist ja meistens so Eifel, ja, Luxemburg, sehr stark katholisch geprägt, so wie der Ort auch, wo meine Eltern leben. Und da war kein, weil man weiß von meinem Bruder, dass er teilweise andere Überzeugungen hat, wenn es zum Glauben kommt. Und man einfach weiß halt, dass er gläubig ist. Wurde er jetzt einfach gefragt, ja, was ist denn jetzt? Jetzt siehst du dieses ganze Chaos. Wo ist denn nun dein Gott? Gib uns mal Antwort darauf. Warum lässt Gott sowas zu? Und das war nicht eine Frage, sondern es war als Vorwurf gestellt, diese Frage. Wo ist denn nun dein Gott, von dem du uns immer erzählst? Nun, mein Bruder wollte das Ganze dann teilweise erklären. Da sind aber dann teilweise wirklich buchstäblich Menschen, die eigentlich gut im Kontakt sind mit meinem Bruder, haben sich die Ohren zugehalten und sind weggegangen. Aber ich möchte einfach mal die Frage stellen oder mal vielleicht den Gedanken mitgeben, sollte man das nicht mal aus Gottes Sicht sehen vielleicht? Die Menschen, es ist auch interessant, dass wir als Menschen, wenn uns etwas geschieht, und selbst das machen wir manchmal selbst als Gläubige, oft dann fragen, warum Gott das zulässt. Und aber habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, dass Gott sich vielleicht die Frage stellt, wo warst du denn in all den Jahren, wo ich dir die Kraft gegeben habe, die Weisheit gegeben habe, zum Beispiel einen Beruf auszuführen, Geld zu verdienen, Essen auf den Tisch zu bringen? Wo warst du in vielen Situationen, wovon du gar nicht weißt, wo ich dich beschützt habe bisher? Wo war da dein Danke? Wo war da deine Hingabe? Wo war da dein Gebet? Wo waren deine Fürbitten? Vielleicht sollte man sich diese Frage einmal stellen. Anstatt Gott in Zweifel zu ziehen, warum Gott so etwas zulässt. Gott stellt uns die Frage, wo warst du in all den Jahren? Und dann ist es manchmal so, dass Gott als letztes Warnungsmittel
Dinge zulassen muss, dass wir hoffentlich irgendwann mal wachgerüttelt werden, um ernsthaft nach Gott zu fragen. Und dabei meine ich nicht, ob ich vielleicht regelmäßig jemand bin, der vielleicht irgendwo in irgendeine Kirche geht, sondern jemand, der sich wirklich mit dem Wort Gottes beschäftigt und sich wirklich öffnet Gott gegenüber und wirklich Christus als persönlichen Erlöser in sein Leben hineinlässt. Und dann kann man Gott gerne mal diese Fragen stellen. Gott, warum ist das alles geschehen? Und ich kann euch sagen aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe nicht Antworten auf alles das, was passiert. Wie könnte ich auch? Ich weiß aber, dass Gott mir genug Liebesbeweise gegeben hat in den letzten 11 Jahren, in dem ich jetzt im Glauben bin, dass es keinen Grund hat, daran zu zweifeln, warum Gott vielleicht manchmal solche Dinge zulässt. Es gibt eine ganz besondere und sehr bekannte Geschichte in der Bibel und die befindet sich in dem Buch Hiob im Alten Testament. Es ist eine sehr bekannte Geschichte, aber ich möchte uns noch mal kurz auffrischen für die, die es vielleicht nicht so kennen. Man hat schon mal diesen Begriff Hiobsbotschaft sicherlich gehört und das ist nicht ohne Grund. Das ist ein Begriff, der aus diesem Ereignis, was dort ist, aus dieser Geschichte, die dort erzählt wird, wiedergegeben wird. Manche, die es kennen oder die es jetzt vielleicht hören, denken, ja gut, das ist eine Geschichte, so wie viele Leute denken, das ist ja nur in der Bibel, sind Geschichten, die uns irgendwie weiterhelfen sollen. Aber diese Erfahrung, die dort berichtet wird im Buch Hiob, ist eine besondere Erfahrung. Und es lohnt sich, das selber mal, was ich jetzt nur kurz wiedergeben werde, wirklich diese Kapitel in diesem Buch Hiob mal zu lesen. Da war ein Mann, beschreibt die Bibel, der recht und aufrichtig war vor Gott, der Opfer gebracht hat sogar für seine Söhne, falls sie gesündigt hätten, und der gerecht vor Gott war. Und Bibel beschreibt in der ganzen Bibel, dass ein Kampf im Himmel begonnen hatte zwischen Gott und seinen Engeln und dem Luzifer, der einst das höchste Engelswesen war, diente am Thron Gottes, der das Gesetz Gottes bewahrte und der aus nicht erklärlichen Gründen begann zu rebellieren. Man könnte jetzt viel dazu sagen, aber ich möchte es kurz halten an diesem Punkt. Und er in die Rebellion gegen Gott ging und er Gottes Gerechtigkeit, Gottes Gesetz, Gottes Charakter in Frage gestellt hat. Nun, Gott hätte diesen Engel beiseite schaffen können, aber es hätte nichts genutzt, weil die Anklagen im Raum standen, er das nicht bewiesen hätte, wenn er Luzifer einfach beiseite geschoben hätte. Also sagt die Bibel uns, dass Gott es zugelassen hat und den Menschen geschaffen hat, die Menschheit geschaffen hat. Natürlich aus dem Aspekt, weil Gott liebt, er möchte seine Liebe weitergeben, aber auch hat er die Menschheit geschaffen, um eine dritte unabhängige Partei ins Leben zu rufen, die aufzeigen kann, durch ihr Leben, ihre Entscheidungen, die sie treffen, ob Gott gerecht ist oder nicht. Nun, wir kennen den Fall, dass Adam und Eva sich leider von der Schlange haben betören lassen und sind Gott untreu geworden. Sie haben Gottes Gesetz übertreten, haben sich gesündigt, haben sich von Gott getrennt, hätten eigentlich sterben müssen in dem Moment, aber Gott sagte, dass er selber einmal für sie Mensch werden wird. Und selber das Leid, was eigentlich auf uns hätte fallen müssen, das Los auf sich nimmt. Mit dem Risiko selber zu fallen. Aber Jesus Christus, so sagt die Bibel, er kam auf die Welt und er lebte ein vollkommenes Leben im Gehorsam seinem Vater gegenüber und konnte so das notwendige Opfer bringen, um das wieder gut zu machen, was das Gesetz, was gebrochen wurde durch Adam und Eva und durch alle von uns übrigens, so wie die Bibel auch sagt, wir alle haben die 10 Gebote schon gebrochen, so hat Christus das wieder gut gemacht und konnte als sozusagen als Ersatz, als Befriedigung dieses Gesetzes eintreten. Und Jesus Christus bietet seitdem jedem Menschen diese Erlösung an. Sie ist kostenlos, wir können sie nicht verdienen, wir können sie nicht durch Wallfahrten oder durch Heiligenanbetung oder sonst irgendetwas verdienen. Erlösung ist erstmal ein Geschenk. Und Christus hat dies für uns vollbracht. Und der Kampf, der im Himmel begann, dass Luzifer, der zum Satan wurde, zum Widersacher Gottes, zum Teufel, sagt die Bibel, dass er sich verstellt als ein Engel des Lichts. Und viele Menschen heute glauben nicht einmal mehr, dass es buchstäblich einen Teufel gibt.
aber wissen nicht, wie stark sie verführt sind von genau diesem gefallenen Engel. Nun, wir können, das gebe ich zu, wir können es mit eigenen Augen sehen, wir diese Welt nicht. Und für manche mag das jetzt klingen, wie, was redet der da? Aber meine Lieben, wenn wir diese Welt beobachten und sehen Leid und Angst und Zerstörung, sehen aber auf der anderen Seite, dass es dort auch schöne Dinge gibt, dass es Liebe gibt, dass es wahrhaftige Selbstlosigkeit gibt und diese Kontroversen sehen, dann müssen wir uns einfach mal die Frage stellen, wo kommt das her? Und die Bibel sagt, dass wir zum Schauspiel geworden sind und dass wir Teil dieses Schauspieles sind und dass Gott uns eigentlich ruft, dass wir uns auf Gottes Seite stellen und sagen können durch unser Leben, dass wir Christus annehmen und ihn täglich in uns wirken lassen, dass Gott eben gerecht ist. Aber Gott zwingt nicht. Und so im Fall Hiob kam der Teufel und klagte Gott an und sagte, schau mal, siehst du die ganze Welt, sie folgt mir nach. Und Gott sagte, Moment mal, siehst du meinen treuen Knecht Hiob? Und Satan sagte, schau mal, der folgt dir nur nach, weil du ihn segnest. Hiob war ein sehr gesegneter Mann damals im Orient gewesen. Sehr viele Tiere, sehr viele Gefolgschaft gehabt, Diener gehabt, große Familie. Und Gott sagte, okay, du darfst deinen Finger an Hiob legen, aber du darfst ihn nicht töten. Du darfst ihm alles nehmen, aber ihn nicht töten. Und so sehen wir in dem Buch Hiob, wie Satan kommt und dort dem Hiob wirklich buchstäblich durch Stürme und Naturkatastrophen alles wegnimmt. Tiere, Diener, Kinder, Haus. Hiob wird fast todkrank, liegt mit Geschwüren im Bett, quält sich, sodass er lieber sterben möchte. Das Einzige, was er ihm lässt, ist seine nörgelnde Frau, die versucht, Hiob abzubringen vom Glauben. Das ist eine Geschichte in der Bibel, die unglaublich ist, weil sie aufzeigt, wie stark man, und der Hiob wusste ja nichts davon, dass Gott es zugelassen hat, dass er Satan seinen Finger an ihn legen darf. Und Gott sagt jetzt, mach und schau, wie er sich verhält. Und dann sieht man in dem Buch Hiob, dass dort drei Freunde kommen und sie anfangen mit Hiob, ihm Schuld zuzuweisen, dass er das schuldig ist, dass das über ihn gekommen ist, dass er Gott nicht treu war und so weiter. Hiob, man sieht ihn ein bisschen hin und her gehen, aber letztendlich sagt er, Gott hat alles gegeben und Gott hat alles wieder genommen, gelobt sei der Herr. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und Hiob bleibt treu bis zum Schluss, macht diese unglaubliche, qualvolle Zeit durch. Aber am Ende kann Gott in diesem Kampf um die Frage, ist Gott gerecht, ist Gottes Charakter gerecht, ist Gottes Gesetz gerecht? Sind Gottes Ideen, Vorstellungen für uns, unser Leben gerecht? Ist Gott wirklich die Liebe? So konnte Gott auf Hiob zeigen und sagen, schau mal, Satan, deine Anklage, die du damals im Himmel begonnen hast, siehst du meinen treuen, gerechten Knecht Hiob? Du hast jetzt alles, er war so gesegnet, du hast ihm alles genommen. Und jetzt guck dir dieses arme Würmlein an und er sagt immer noch, dass er mich liebt und er versteht, dass ich gerecht bin und das Beste für meine Geschöpfe möchte. Der Satan wurde besiegt an diesem Punkt. Aber jeder Einzelne von uns steht in dieser Position und wir erleben Dinge in unserem Leben, die wir manchmal nicht verstehen können und erklären können. Und wir dann anfangen und fragen, wo ist Gott denn? Und Gott anfangen anzuklagen, warum er solche Dinge zulässt. Es ist interessant, der Paulus, Apostel Paulus, der auch eine unglaubliche Erfahrung mit Gott durchgemacht hat, schreibt im Römerbrief in Kapitel 8, in Vers 28, dass alle Dinge, denen zum Besten dienen, die Gott lieben, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das ist eine unglaubliche Verheißung. Ich kann euch auch nicht sagen, warum das alles geschieht im Einzelnen. Ich habe manche Ideen, die ich auch gleich noch äußern werde. Eine war, oder denke ich, ganz klar, um Menschen noch zu erreichen, dass wenn sie so stumm geworden sind, durch Fernsehen, durch Medien, durch ihre Ernährung, durch ihre Selbstsucht, dass Gott einfach nicht mehr an sie rankommt. Dass er Dinge in unserem Leben zulassen muss,
Sei es, ob er das selber schickt oder ob er Satan walten lässt. Weil Satan kann natürlich nur so viel machen, wie Gott doch zulässt. Aber um uns wach zu rütteln, meine Lieben, um uns wirklich wach zu rütteln, lest einmal diese Geschichte von Hiob. Nehmt euch diese Geschichte mal vor, selbst wenn ihr sie schon mal gelesen habt, und nehmt euch eine Bibel und lest die Geschichte im Alten Testament. Nun, ob Gott das nun zugelassen hat oder ob es vielleicht sogar Wettermanipulationen waren, keine Ahnung, kann man jetzt drüber spekulieren. Manchmal frage ich mich wirklich, was hier los ist mit dem Wetter. Aber das Interessante ist, dass das Ganze, was hier gerade geschieht, und ich habe jetzt schon heute einige Nachrichten gehört, diese ganze Sache natürlich dem Klimawandel zugeschrieben wird. Und ich will jetzt nicht zu stark in die Debatte hier hineingehen, ob es einen Klimawandel gibt oder nicht. Aber was ich sagen möchte ist, dass die Klimadebatte natürlich durch solche Dinge wieder neues Futter bekommt. Nun, ich meine, wenn es nicht regnet, ja, wie zum Beispiel 2018 und Bäume krank werden und sterben, dann sagt man Klimawandel. Jetzt regnet es sehr viel, jetzt kann man nicht mehr sagen, dass die Bäume zu wenig Wasser haben, aber es ist natürlich auch wieder der Klimawandel. Und der Klimawandel braucht natürlich eine Lösung. Und ich kann an diesem Punkt jetzt nicht zu tief hineingehen, möchte aber ermutigen. Ich habe auf meinem Kanal eine Playlist mit einer Kategorie, die heißt Prophetie-Updates. Und in dieser Playlist habe ich schon etliche Videos gemacht, wo ich aus biblischer Sicht erkläre, warum diese Debatte um den Klimawandel eines der starken Mittel sein wird, um das in Offenbarung Kapitel 13 beschriebene Mahlzeichen des Tieres einzuführen. Nun, was das Mahlzeichen des Tieres ist, wir werden gleich ein bisschen was lesen, aber auch dazu gibt es Videos bei mir auf dem Kanal. Biblisch erklärt, historisch aufgezeigt, was wirklich das Mahlzeichen des Tieres ist. Für viele, die jetzt vielleicht nicht im Bilde sind, die Bibel sagt uns, dass kurz vor der Wiederkunft Jesu, in Offenbarung 13 und 14 lesen wir darüber, dass die Welt in einen Zustand kommen wird, dass sie einer Macht hinterher laufen wird. Die Bibel sagt in Offenbarung 13, Vers 3, dass die ganze Welt, bis auf eine kleine Gruppe, die Gott treu bleibt und seinen Geboten, diesem System nachfolgen wird. Weil es gezwungen wird, dass, wenn sie es nicht tun, sie nicht mehr kaufen oder verkaufen können. Und dieses Mahlzeichen des Tieres wird etwas sein, wo Gottes Gesetz per menschlichem Gesetz abgeschafft wird. Und wenn du dich dann immer noch an Gott hältst, wirst du nicht mehr kaufen oder verkaufen können. Es ist übrigens interessant, dass wir solche Entwicklungen derzeit auch durch Corona sehen. Siehe Frankreich zum Beispiel, Macron aktuell. Aber auch andere Dinge. Aber wie gesagt, schaut euch einmal Videos dazu an. Habt ihr schon viel Material bei mir veröffentlicht. Aber diese Debatte um den Klimawandel ist eines der stärksten Argumente, was durch Corona ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist im letzten anderthalb Jahren. Aber es wird wieder kommen, vor allem durch solche Ereignisse auch. Meine Lieben, das sind Bilder, die bleiben jetzt nicht im Kreis Ahrweiler oder durch Deutschland, die gehen durch die Welt. Genauso wie es viele andere Naturkatastrophen gibt und die ja immer mehr sich anhäufen. Jesus spricht in Matthäus Kapitel 24 darüber, als eines der ganz klaren Vorzeichen für seine Wiederkunft, dass auch Naturkatastrophen extrem zunehmen werden. Und es ist interessant, dass man diese Dinge als Argumentation natürlich auch benutzen kann, um anderen vielleicht nachher Schuld zuzuweisen. Weil es muss ja immer irgendwie einen Sündenbock geben. Das ist übrigens auch ein Begriff, den man aus der Bibel ableitet, genauso wie die Hiobsbotschaft. Aber viele Leute, die diese Begriffe heute benutzen, gar nicht mehr wissen, was eigentlich der wahre Hintergrund dieser Dinge ist. Sollte man auch mal studieren, was Sündenbock übrigens bedeutet. Biblisch gesehen ist ein ganz wichtiges Studium mit dem Heiligtum im Alten Testament und auch im Neuen Testament zu tun. Nun, das ist aber jetzt nicht unser Thema. Auf jeden Fall ist diese Debatte so stark angekurbelt worden in den letzten Jahren, dass die ganze Welt prominent darin ist und auch heute jetzt in den Nachrichten, wie gesagt, auch wieder argumentiert wurde, dass das durch den Klimawandel kommt. Und wenn solche Dinge natürlich zunehmen, bedarf es ja irgendwie eine Lösung. Und diese Lösung wird eine Lösung sein, ein gemeinsamer Nenner, wo die ganze Welt nachher zustimmen kann, weil sie positiv für Familien sein wird, für die Klima-Argumentation, für die Wirtschaft, die natürlich auch durch diese Sachen jetzt wieder sehr stark angeknackst wird,
wäre jetzt nochmal ein eigener Bereich, den wir jetzt studieren könnten hier. Aber schaut euch einmal diese Videos an. Wir werden jetzt gleich noch etwas lesen dazu, was sehr gut diesen Gedanken zusammenfasst. Das Interessante ist, als mein Bruder dort rausging zu diesen Menschen, dann waren halt auch einige darunter, die dann, wie gesagt, ihn gefragt haben, ja, wo ist denn nun dein Gott, Christoph? Wo ist er denn? Lässt er uns nicht hier im Stich? Und einer der Dorfbewohner sagte sogar zu meinem Bruder, weil dieser Dorfbewohner auch weiß, wie stark mein Bruder halt im Glauben beschäftigt ist, und er einfach verärgert war über das, was hier geschieht, sagte er zu ihm, Christoph, du wirst wahrscheinlich der Nächste sein, der gesteinigt wird hier. Und da sieht man schon einen Geist, der dort herrscht. Ich meine, ich habe das schon öfters in Videos gesagt, dass durch diese ganze Corona-Sache seit anderthalb Jahren man merkt, wie stark in Krisen der Charakter herauskommt und wie stark die Selbstsucht bei Menschen immer mehr herauskommt. Und es wird natürlich angestachelt durch solche Dinge. Und wenn Leute kein Verständnis haben, keine persönliche Beziehung zu Gott und auch nicht verstehen, warum Gott auch Leid zulässt oder zulassen auch muss, nicht nur damit wir Zeugnis geben können, dass Gott gerecht ist, sondern auch damit wir einfach im Charakter wirklich wachsen oder überhaupt mal, wie gesagt, wach werden und mal ernsthaft nach Gott eigentlich fragen, was er für einen Plan denn für mich hat. Und vielleicht mal dankbar werde, dass ich jeden Tag dort Essen auf dem Tisch noch stehen habe. Jetzt magst du sagen, ja, das habe ich doch selber erarbeitet. Aber wer gibt dir denn den Lebensodem? Wer gibt dir denn die Kraft, das zu tun? Wer gibt dir denn Weisheit, Dinge umzusetzen? Kommt das von dir? Und es ist etwas, was der Schöpfer uns gegeben hat. Und es ist interessant, dass das, was Gott zum Guten beabsichtigt hat, auch dass er ja der Schöpfer ist und diese Sache mit der Natur auf eine Art und Weise genutzt wird, wie wir jetzt gleich auch lesen, zusammengefasst, was in der Zukunft sich, wie Matthäus 24 auch sagt, häuft. Wir sehen das. Das, was jetzt nicht nur im Kreis Ahrweiler oder in Wuppertal, in Hagen und anderen Bezirken passiert ist. Wir sehen ja überall in der Welt, wie unter anderem Naturkatastrophen sind nicht das einzige Zeichen für die Endzeit, aber eines der Zeichen, auch Erdbeben und so weiter, sagt Jesus, Seuchen, das alles permanent von Jahr zu Jahr immer weiter zunimmt. Und das ist eines der Punkte, wie gesagt, ist, um die Menschen, wie Offenbarung Kapitel 13 sagt, dorthin zu führen, dass sie nachher nach einer Lösung verlangen, weil sie einfach so entsetzt sind von den Dingen, die da passieren, dass sie bereit sind, diese Lösung anzunehmen. Vor allen Dingen, weil noch der Druck aufkommt, dass sie, wenn sie es eben nicht annehmen, sie nicht mehr kaufen und verkaufen können. Und ich möchte an diesem Punkt vielleicht mal sagen, wenn du es bisher geschafft hast, diese Dinge noch gar nicht kennst, aber bisher geschafft hast, zuzuhören und du vielleicht denkst, worüber redet er dort? Das hört sich an wie eine Verschwörungstheorie. Meine Lieben, stellt euch wirklich mal ernsthaft die Frage, woher das kommt, dass dein Herz schlägt, dass du hier bist, dass du atmest, dass du siehst und hörst, dass dort, wie gesagt, Leid, aber auf der anderen Seite doch Gutes im Leben ist, dass dort, wie die Bibel beschreibt, ein großer Kampf ist und du mittendrin steckst. Und Gott versucht, dich wachzurütteln und dich zu ziehen mit Banden seiner Liebe und der Satan aber versucht, dich abzulenken von Gott durch ein falsches Gottesbild oder durch Medien, Karriere, Menschen, Partner, alles Mögliche. Was alles nicht schlecht sein muss, aber der Satan weiß, diese Sachen zu pervertieren. Christoph, du wirst der Nächste sein, der hier gesteinigt wird. Kann man Menschen, die frustriert sind, kann man das verstehen, dass die zu solchen Aussagen kommen und andere Leute, die vielleicht gläubig sind und an einen Gott glauben, der Liebe ist und der das Beste für die Menschen will, aber die verstehen halt, was der große Kampf mit sich bringt und dass wir in einem buchstäblichen Kampf sind. Dass diese Leute in naher Zukunft, wenn das Mahlzeichen des Tieres eingeführt wird und die Naturkatastrophen weiter trotzdem zunehmen werden und andere Dinge natürlich auch, aber dass man merkt, dass wenn das Mahlzeichen eingeführt wird und es sich immer noch nicht bessert, weil die Welt versucht, Gott eigentlich damit einen Gefallen zu tun, aber sie gar nicht verstehen, wie stark sie in Rebellion gegen Gott gehen, dass sie dann an einen Punkt gekommen sind, dass sie den Menschen die Schuld zuschreiben, die sich eben nicht auf die Seite des Mainstream stellen.
Nicht, weil sie es intellektuell verstanden haben, sondern weil sie eine sehr innige, persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Nun, meine Lieben, vor etlichen Jahren habe ich bei mir in dem Dorf, dort, was wir eben gesehen haben, und auch in der Umgebung, habe ich ein Buch verteilt. Und dieses Buch haben wir in meinem Dorf in über 700 Haushalte gebracht. Fast jede Familie hat dieses Buch bekommen. Das war vor ungefähr 10 Jahren. Ich erinnere mich noch an eine Hausfrau, die, als ich dort stand und wollte ihr dieses Buch, ich zeige es euch gleich, geben, die freundlich ablehnte, ich ihr aber sagte, nehmen Sie dieses Buch doch bitte an. Stellen Sie es ins Bücherregal, eines Tages wird dieses Buch leuchten und Sie werden es brauchen und lesen. Dieses Buch war der Auslöser, warum ich zu Gott gefunden habe und mich als Sünder gesehen habe, aber zur gleichen Zeit die Gnade Gottes gesehen habe und was möglich ist durch das Evangelium, nämlich Sieg über Sünde im Leben haben zu können und fröhlich und vergeben mit Gott zu leben und eine wunderbare Hoffnung zu haben auf das, was kommt, wenn dieser große Kampf endet. Nun, dieses Buch wurde nicht nur in 700 Haushalte verteilt, sondern in den letzten Jahren haben meine Familie und ich und Freunde von uns dieses Buch auch in der Stadt in Ahrweiler durch unser Geschäft Manhu, und vielleicht mag der eine oder andere von euch jetzt live dabei sein oder dieses Video einmal schauen. Und ihr mögt vielleicht dieses Buch von uns bekommen haben. Wir haben viel dieses Buch verschenkt in den letzten 7 Jahren. Oder vielleicht habt ihr es auch abgelehnt. Aber wie auch immer, ich möchte euch etwas aus diesem Buch jetzt vorlesen, was das, was ich gerade versucht habe, in eigenen Worten zu beschreiben, sehr gut zusammenfasst, wie die Bibel das nämlich in der Prophetie beschreibt, was vor der Wiederkunft Jesu passieren wird in diesem Aspekt mit den Naturkatastrophen. Lasst uns einmal gerade ein bisschen aus diesem Buch, ich habe es euch noch nicht gezeigt, und zwar das Buch Vom Schatten zum Licht lesen. In der alten Ausgabe war es das Buch mit dem Titel Der große Kampf. Es ist das gleiche Buch, der gleiche Inhalt. Aber damals habe ich bei mir im Dorf noch das Buch Der große Kampf verteilt. Aber seit einigen Jahren gibt es eine Neuauflage, und zwar das Buch Vom Schatten zum Licht. Lesen wir einmal aus diesem Buch, was das, was die Bibel in der Prophetie sagt, sehr gut zusammenfasst. Satan wirkt auch durch die Elemente, um seine Ernte, die unvorbereiteten Seelen, einzusammeln. Er hat die Geheimnisse des Laboratoriums der Natur studiert und er setzt seine ganze Macht da rein, um die Elemente zu beherrschen, soweit Gott es zulässt. Als es ihm gestattet war, Hiob heimzusuchen, da waren Herden, Knechte, Häuser, Kinder schnell hinweggerafft. Ein Unglück folgte unmittelbar auf das andere. Bevor ich gerade mal weiterlese, ich hatte es noch nicht erwähnt, aber als Hiob treu blieb, es ist sehr interessant, dass Gott ihn anschließend wieder so stark gesegnet hat, das könnt ihr selber einmal nachlesen, dass er alles mehrfach zurückbekommen hat. Das mag nicht jedem so geschehen, irdisch, aber das wahrhaftige Versprechen, was uns allen gilt, ist das ewige Leben letztendlich in Jesus Christus. Ob wir hier irdisch gesegnet werden oder nicht, spielt keine Rolle, soweit wir in Christus befunden sind und bleiben. Lesen wir weiter. Gott behütet seine Geschöpfe und bewahrt sie vor der Macht des Verderbens. Die christliche Welt hat das Gesetz des Herrn verachtet. Und das müssen wir uns einfach mal wirklich die Frage stellen, ob ich das persönlich nicht wirklich auch tue und auch die Kirchen auch tun, indem sie Gottes Gesetz geändert haben. Und der Herr wird genau das tun, was er angekündigt hat, auszuführen zu wollen. Er wird die Erde seinen Segen entziehen und seinen fürsorgenden Schutz von denen nehmen, die sich gegen sein Gesetz empören und andere lehren und zwingen, dasselbe zu tun. Bevor wir weiterlesen, es ist wichtig zu erkennen, Gott lässt es regnen über Gute und Böse. Das heißt nicht, dass wenn jemandem etwas Böses widerfahren ist, dass man deshalb Gott untreu war. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Das herrscht oft in den Köpfen, das war auch in den Köpfen der Jünger, als sie Jesus fragten, wer hat gesündigt bei dem Blindgeborenen? Seine Eltern oder war es er selber? Oder als der Turm in Siloa auf die Bauarbeiter fiel. Da hat Jesus sie gefragt, und was glaubt ihr? Er wollte sie testen. Waren diese Menschen bösartig gewesen?
weil das passiert ist? Weil etwas Böses passiert. Ich habe da auch einen sehr guten Vortrag, der heißt Was ist Sünde? Da erkläre ich das ausführlicher von der Bibel her mit Bibelstudium. Könnt ihr mal schauen, was ist Sünde? Bei mir suchen auf dem Kanal. Das nicht, weil etwas Negatives passiert, heißt das nicht unbedingt, dass man deshalb eine Schuld trägt. Das ist wichtig zu verstehen. Aber Gott kann, wie wir das jetzt hier auch weiterlesen, diese Dinge für einen gewissen Zweck dann auch gebrauchen. Lesen wir weiter. Er wird manche begünstigen und fördern, um seine eigenen Absichten voranzubringen. Auf andere wird er Schwierigkeiten herabbeschwören und die Menschen glauben machen, es sei Gott, der sie peinige. Also Satan tut das, ja? Satan herrscht über alle, haben wir gelesen, die nicht unter Gottes besonderem Schutz stehen. Und dann wird er ihnen einreden, dass Gott sie peinigt. Satan, hier geht's weiter. Während er den Menschenkindern, der Satan, als ein großer Arzt erscheint, der alle ihre Krankheiten heilen kann, wird er Gebrechen und Unheil bringen, bis volkreiche Städte in Trümmer und Einöden verwandelt sind. Gerade jetzt ist er am Wirken. Meine Lieben, dieses Buch wurde 1888 geschrieben und wir sehen, wie stark das zugenommen hat. In Unfällen und Not zu Wasser und zu Lande, in großen Feuersbrünsten, in wütenden Wirbelstürmen und schrecklichen Hagelwettern, in Orkanen, Überschwemmungen, Springfluten und Erdbeben, an allen Orten und in tausenderlei Gestalt übt Satan seine Macht aus. Er fegt die reifende Ernte hinweg und Hungersnot und Elend folgen. Er erfüllt die Luft mit einer tödlichen Seuche und Tausende kommen durch Pestilenz um. Die Heimsuchungen werden immer häufiger und unheilvoller werden. Das Verderben wird über Menschen wie über Tiere kommen. Das Land steht jämmerlich und verderbt, heißt es in Jesaja 24. Die Höchsten des Volks nehmen ab, das Land ist entheiligt von seinen Einwohnern, denn sie übertreten das Gesetz und ändern die Gebote und lassen fahren den ewigen Bund. Und nun jetzt achtet mal darauf, was jetzt geschieht und wie der Satan das dreht. Als dann wird der große Betrüger den Menschen einreden, dass diejenigen, die Gott dienen, diese Übelstände verursachen. Und jetzt achtet genau darauf, was passiert. Das hat nämlich mit dem Mahlzeichen des Tieres zu tun. Die Seelen, die das Missfallen des Himmels herausgefordert haben, werden all ihr Unglück denen zur Last legen, deren Gehorsam gegen Gottes Gebote den Übertretern ein beständiger Vorwurf ist. Ja? Deshalb haben sie Jesus auch so angeklagt, weil Jesus natürlich die ganze Zeit gezeigt hat, was Wahrheit ist. Und das konnten die Leute nicht erdulden, weil natürlich ihre Sünden dadurch aufgedeckt wurden. Und anstatt zu Gott zu kommen und die Sünde zu bekennen, weil Gott ja durch den Heiligen Geist Sünde in unserem Leben aufzeigt, damit wir uns bewusst sind, dass wir von Gott getrennt leben und dass wir bei Gott aber Vergebung kriegen können für unsere Sünden, weil Christus ja schon sie bezahlt hat am Kreuz. Lesen wir weiter. Man wird erklären, dass die Menschen durch die Missachtung der Sonntagsfeier Gott beleidigen. Und meine Lieben, darum wird es beim Mahlzeichen des Tieres einmal gehen. Es ist jetzt noch nicht die Frage, aber es wird kommen. Schaut euch die Videos dazu an, die ich dazu gemacht habe. Oder schreibt mir, wenn ihr diese Videos sucht, in den Kommentaren. Dass diese Sünde, also die Übertretung der Sonntagsfeier, ein Elend herbeigeführt habe, das nicht aufhören werde, bis man die Heiligung des Sonntags streng einschärfe und dass die, welche die Ansprüche des vierten Gebots, nämlich des wirklichen Sabbats, der am Samstag ist, am siebten Tag, aufrechterhalten und dadurch die Achtung vor dem Sonntag zugrunde richten, das Volk beschweren und seine Wiedereinsetzung in göttliche Gnade und zeitliches Wohlergehen verhindern. Auf diese Weise wird die einst gegen die Diener Gottes vorgebrachte Anklage, und zwar aus den gleichen Gründen, wiederholt werden. Und das gab es nämlich schon mal, wir lesen davon im ersten Buch Könige. Und da Ahab, das war der König von Israel, Elia, der ein Prophet war, sah, sprach Ahab zu ihm, bist du, der Israel verwirrt, also ins Unglück stürzt? Er aber sprach, ich verwirre Israel nicht, sondern du und deines Vaters Haus. Warum? Damit, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und wandelt den Baalim nach, also Götzen nach. Und jetzt muss man verstehen, ja,
Jetzt mögt ihr denken, gut, wo werden jetzt heute noch Götzen angebetet? Ich meine, in jedem Baumarkt stehen Götzen. Guckt mal die ganzen Buddha-Figuren und alles an. Ja? Es sind Götzen, das wäre jetzt ein eigenes Thema nochmal für sich, wo wir gar nicht mehr verstehen, wie stark Götzendienst buchstäblich im Sinne von Statuen und so weiter in unser Leben Einzug genommen hat. Aber das ist nicht alleine nur Götzen, ja? Oder Heilige anbeten, solche Dinge, wo wir Gott alleine anbeten sollten, sagt die Bibel uns, sondern aber auch alles das, was wir höher in unserem Leben stellen. Fußball kann ein Götze sein, ja? Mein Essen kann ein Götze sein. Mein Lebenspartner kann für mich wichtiger sein als Gott. Und das wird mein Lebenspartner zum Götze. Eva wurde zum Götze für Adam und so sündigte er. Also muss man verstehen, unter Götzendienst fällt jetzt nicht nur einfach alleine buchstäblich, wie man es aus dem Alten Testament kennt, dass man vor irgendwelchen anderen Statuen sozusagen niederfällt, sondern alles, was mir wichtiger ist in meinem Leben als Gott. Wenn der Menschen Zorn durch falsche Anschuldigungen erregt sein wird, so wie wir es heute bei meinem Bruder erlebt haben, werden sie gegen die Gesandten Gottes ähnlich verfahren wie damals das abtrünnige Israel gegen Elia. Die den biblischen Sabbat ehren. Entschuldigung. Die den biblischen Sabbat ehren, werden verschrien werden als Feinde des Gesetzes und der Ordnung, die sittlichen Schranken der Gesellschaft niederreißen, Anarchie und Verderbnis verursachen und Strafgerichte Gottes über die Erde hervorrufen. Ihre gewissenhaften Bedenken wird man als Eigensinn, hört man genau zu dieser Auflistung, ja, dadurch, dass sie Gott treu bleiben, wird man ihnen sagen, dass sie eigensinnig sind, hartnäckig und Verachtung der Obrigkeit ansehen. Läuten da die Glocken, auch bezüglich des Themas Corona? Sie werden als Feinde der Regierung beschuldigt werden. Prediger, die die Verbindlichkeit des göttlichen Gesetzes leugnen, werden von der Kanzel herunter zu der Verpflichtung aufrufen, den zivilen Behörden als von Gott eingesetzt Gehorsam zu leisten. Hier muss ich nochmal einen Punkt machen für die mit dieser Thematik noch gar nichts zu tun haben. Tut mir leid, aber man muss verstehen, die Bibel spricht davon in Römer 13, dass wir dem Staat untertan sein sollen, aber nur solange sie nicht Gottes Gesetze brechen. Ja? Solange es an meinen Körper geht, an meinen Leib geht, der Gott gehört. Oder ich bewusst aufgerufen werde, durch ein menschliches Gesetz Gottes Gesetze brechen zu sollen. Dann können wir nicht schweigen. Und dann ist es auch so, wie es hier heißt, dass, jetzt mal gerade gucken, wo wir stehen geblieben sind, dass diese Prediger sagen werden, dass sie dem Staat Gehorsam leisten müssten, anstatt Gott. Und das ist genau das, was die Kirchen damals zur Zeit Jesus gemacht haben. Die haben sich verbunden mit dem Staat, den sie gehasst haben, die Römer. Aber sie haben sich verbunden mit dem Staat, die religiösen Führer, und haben in dieser Verbindung zwischen Staat und Kirche, haben sie ihren Herrn, Erlöser und Schöpfer gekreuzigt. Und genau das wird wiederkommen. Diesmal nicht in Form, dass Jesus nochmal gekreuzigt wird, sondern dass die Nachfolger Jesu das erleiden werden, dass sie verfolgt werden in verschiedenen Arten und Weisen. Lesen wir weiter. In gesetzgebenden Kreisen und an Gerichtshöfen werden die Menschen, die Gottes Gebote beachten, verleumdet und verurteilt werden. Ihre Worte wird man falsch deuten und ihre Handlungen die schlechtesten Beweggründe unterschieben. Genau das haben sie mit Jesus auch gemacht, der das Beste den Menschen wollte. Wenn die protestantischen Gemeinden die deutlichen schriftgemäßen Beweise zur Verteidigung des Gesetzes Gottes verwerfen, werden sie danach verlangen, alle die zum Schweigen zu bringen, deren Glauben sie mit der Bibel nicht umstürzen können. Weil man kann es nicht, weil der Sabbat so gefestigt ist in der Bibel, in den 10 Geboten. Der 7. Tag Sabbat, Samstag. Obwohl sie die Augen den Tatsachen gegenüber verschließen, schlagen sie dennoch ein Verfahren ein, das zur Verfolgung derer führen wird, die sich gewissenhaft weigern, dem nachzukommen, was die übrige christliche Welt tut, und sie erkennen ihrerseits die Ansprüche des päpstlichen Sonntags an. Meine Lieben, das wird kommen. Die den biblischen Sabbat ehren, werden verschrien werden als Feinde des Gesetzes Gottes.
Das hatten wir jetzt gerade gelesen. Hier geht's weiter. Die Würdenträger der Kirche und des Staates werden sich vereinen, alle Menschen zu bestechen, zu überreden oder zu zwingen, den Sonntag zu ehren. Die mangelnden göttlichen Beweise werden durch gewalttätige Forderungen ersetzt werden. Die politische Verderbtheit untergräbt die Liebe zur Gerechtigkeit und die Achtung vor der Wahrheit. Selbst im freien Amerika, denn von dort wird es kommen, wie alles von Amerika kommt, werden Beamte und Gesetzgeber dem Verlangen des Volkes nach einem Gesetz, das die Sonntagsfeier erzwingt, nachgeben, nur um sich die öffentliche Gunst zu sichern. Das lesen wir auch in Offenbarung 13 ab Vers 11, im zweiten Tier über Amerika. Die Gewissensfreiheit, die so große Opfer gekostet hat, wird nicht länger geachtet werden. In dem bald kommenden Kampfe werden uns die Worte des Propheten durch Taten veranschaulicht werden, das ist Offenbarung 12, Vers 17. Und der Drache, welcher der Teufel ist in der Bibel, war zornig über das Weib, ist ein Symbol für die Gemeinde Christi, und ging hin zu streiten mit den übrigen von ihrem Samen, also von dem Weibe, und zwar die, die da Gottes Gebote halten, alle 10 Gebote, und das Zeugnis Jesu Christi haben, was nichts anderes ist, wie die Gabe der Weissagung, der Prophetie, das prophetische Wort. Meine Lieben, was hier geschieht, ist prophetisch. Nicht nur Matthäus 24, dass Naturkatastrophen zunehmen, wie Jesus gesagt hat vor seiner Wiederkunft, sondern auch, weil die Prinzipien, die da drin stecken, so von diesem gefallenen Engel benutzt werden, der sich als ein Engel des Lichts darstellt und die Leute heute lachen, einen auslachen buchstäblich, wenn man davon redet oder glaubt, dass es einen buchstäblichen Teufel gibt, der mehr hat als einen zwei Hörner und einen langen roten Schwanz, wie die Leute ihn spottisch darstellen. Gar nicht wissen, wie ich jahrelang in meinem Leben nicht wusste, wie ich gefangen war vom Teufel. Meine Lieben, das ist prophetisch, was hier geschieht, weil diese Prinzipien auch der Verdrehung und wie wir das jetzt gerade gelesen haben, auf die gesetzt werden, die Gott wirklich am Ende treu sind. Nicht die Namenschristen sind, die irgendwo eingetragen sind in der Kirche, egal in welcher Gemeinde, in meiner Gemeinde oder in deiner Gemeinde oder deiner Kirche. Die Bibel sagt, die, die treu sind, halten alle Gebote Gottes. Und sie werden ausharren in Christus, den Glauben Jesus haben. Und sie werden Gott treu sein und auch dem prophetischen Wort treu sein. Aber heute spotten die Leute über diese Dinge. Ich möchte euch mal ein Wort direkt aus dem Wort Gottes lesen. Der Petrus, der auch die Gabe der Weissagung der Prophetie hatte, der schrieb unter der Leitung des Heiligen Geistes im 2. Petrus Kapitel 3 folgende Worte. Hört einmal bitte gut zu. Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, und durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken, damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind, und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen. Übrigens spricht Jesus, Matthäus 24, darüber, dass wir Prophetie, vor allen Dingen das Buch Daniel, aber auch Offenbarung, nicht nur lesen sollen, sondern Jesus sagt, wir sollen es verstehen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden. Und die sind zuhaufe da, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln, also frei von Gott, nicht einfach nur nach dem nachgehen, was ihre gefallene Natur ihnen eingibt. Und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Oder Christoph, warum lässt Gott sowas zu? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Dabei übersehen sie aber absichtlich, ja bewusst, weil man kann die Schöpfung nicht leugnen. In Römer Kapitel 1 sagt der Paulus, kein Mensch hat eine Entschuldigung, selbst wenn er das Wort Gottes nie gelesen hat. Du siehst, dass wir einen Schöpfer haben. Es geht nicht anders. Die Welt, der Mensch ist so komplex, da könnte man Millionen Vorträge drüber machen, allein über die Zelle im Körper, das Auge, das Herz, wie es schlägt, Pflanzen, die wachsen, wo kommt das alles her? Wir können etwas dazu beitragen, aber Gott ist derjenige, der das in der Hand hält. Und sind wir mal dankbar Gott, oder? Dass ich überhaupt noch, wo ich bisher ihm nie dankbar war, überhaupt noch atme. Egal, ob ich jetzt gerade im Schlamm stecke oder nicht. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab
und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes. Und dass durch diese Wasser die damalige Erde, das war vor der Sintflut, wie die Bibel sie beschreibt, kann man wissenschaftlich auch super prüfen, dass es eine Sintflut weltweit gab, infolge einer Wasserflut zugrunde ging. An diesem Punkt möchte ich euch mal die Frage stellen, bevor ich weiterlese. Wenn ihr jetzt betroffen seid oder selber schon mal betroffen wart oder diese Bilder seht oder in der Vergangenheit gesehen habt, wie schnell das passiert ist, ja, innerhalb, ihr habt diesen einen Mann dort gehört, wo das Auto dort da drauf lag, der auch sagte, das kam, man konnte nichts tun, es kam einfach rein gestürzt. Man konnte nichts mehr machen. Könnt ihr euch vorstellen, dass die ganze Welt einmal unter Wasser war? So wie jetzt das Ahrtal im kleinen Sinne unter Wasser ist? Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Und ich verstehe nicht, wie einer auch von euch eben geschrieben hat, wie man das Ganze überhaupt noch leugnen kann. Vers 7. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort, also Gott durch seine Kraft, aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Aber Gott möchte nicht, dass du verloren gehst. Er hat keinen Gefallen am Tod der Gottlosen, sagt die Bibel. Aber er rüttelt mit aller Macht daran, um uns wach zu kriegen. Es hat 25 Jahre lang gedauert in meinem Leben. Bei manchen dauert es noch viel länger. Aber es hat 25 Jahre lang gedauert, bis ich irgendwann erkannte, dass ich ein Sünder bin, dass ich Gottes Gesetz überall gebrochen habe, aber zur gleichen Zeit Vergebung für mich da war. Und nicht nur das, sondern auch Wiederherstellung in Gottes Charakter, täglich geheiligt zu werden. Das ist das Evangelium, das ist frohe Botschaft und Hoffnung. Viele Menschen haben jetzt heute keine Hoffnung mehr, stehen dort im Schlamm. Die sehen vielleicht dieses Video irgendwann mal, die haben gar keine Zeit, das jetzt zu gucken, weil sie im Schlamm stecken und einfach jetzt praktische Hilfe brauchen und Gebet brauchen. Aber vielleicht werden sie es eines Tages mal sehen. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Verzögern halten, sondern er ist langmütig, also geduldig gegen uns, weil er eben nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Und Buße meint hier nicht, dass ich hingehe und einen Rosenkranz bete oder eine Wallfahrt tue, sondern echte Reue habe, dass ich es war, der den Sohn Gottes gekreuzigt hat. Dass er es war, der an meiner Stelle dort auf Golgatha diesen schrecklichen Tod erlebt hat. Nicht nur körperlich, sondern vor allen Dingen die Sünden der Welt auf sich geladen hat und ich dort eigentlich sein müsste. Weil wenn ich mich vom Gesetzgeber trenne, so wie Adam das gemacht hat am Anfang und Eva, dann stecke ich den Stecker raus und dann habe ich keine Lebenskraft mehr. Das ist meine eigene Entscheidung. Aber ich kann ihn reinstecken wieder und kann erfahren, dass Gott gütig ist. Ich kann ihn selber einladen, persönlich in meinem Leben und ihn für mich sichtbar machen. Im Sinne nicht, dass ich ihn buchstäblich sehe, aber dass ich ihn erfahre. Wisst ihr, keiner kann meinen Gottesglauben mehr nehmen, weil einmal wir das prophetische Wort haben, aber auch die persönliche Erfahrung vor allen Dingen, was Gott im Leben eines Menschen machen kann. Das heißt nicht, dass hier nichts Schreckliches geschieht. Mein Bruder hat heute seinen wunderschönen Garten verloren. Nochmals, es ist nicht so tragisch wie Menschenleben. Natürlich kann man überhaupt nicht vergleichen. Aber trotzdem steckt natürlich Arbeit da drin. Man freut sich an den Dingen und auf einmal von jetzt auf gleich ist dieser komplette Garten weg. Und man könnte jetzt fragen, warum lässt Gott das zu? Aber als gläubiger Mensch, der ich wirklich gläubig bin, der ich wirklich Christus erfahren habe persönlich, nicht durch Kirchen, einmal in die Kirche, in die Woche gehen, sondern wirklich Gott in mein Leben lasse und ihm wirklich Raum gebe, mich zu verändern, dann, meine Lieben, kann Gott mich auch dazu führen durch den Heiligen Geist, dass ich wirklich zur Umkehr komme, weil das meint Buße nur. Wirklich umzudenken und zu sagen, Gott, ich will dir nicht mehr wehtun. Du bist so gut, du bist gerecht. Ich verstehe das jetzt, ich sehe das jetzt. Ich möchte nicht wieder dich sündigen. Möchte dir treu sein, schenk mir du die Kraft dazu, weil das verspricht uns Gott auch. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Übrigens sagt Jesus, dass diejenigen, die vorbereitet sind und die Prophetie verstehen und beobachten, dass für sie Jesus nicht kommt wie ein Dieb in der Nacht,
sondern sie bereiten sich vor. Aber für die Menschen, die nicht vorbereitet sind, so wie heute Nacht, kam es wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Das ist übrigens wirklicher Klimawandel. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht? Und Gottesfurcht meint nicht, dass ich Angst vor Gott habe, sondern dass ich ihn einmal respektiere, Ehre geben möchte, aber dass ich vor allen Dingen die Sünde hasse, weil ich Gott so sehr liebe und ihn geschmeckt habe, zu verstehen, wie gut er ist. Indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, ihn beschleunigt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Gott wird diesem großen Kampf ein Ende machen, meine Lieben. Wenn geprüft ist bis auf die letzte Minute, dass Satan falsch liegt. Meine Lieben, ich kann euch nicht beantworten, warum das kleine Kind überfahren wurde heute, warum diese Wasserflut dort kam. Ich kann es nicht im Detail beantworten, bin ganz ehrlich, wie gesagt, wie könnte ich auch. Aber wenn wir Gott mal die Chance geben, er zeigt sich im Leben und zeigt, dass er gerecht ist, und dann verstehen wir aber, dass dieser Kampf dort herrscht und Gott gewisse Dinge zulassen muss, selbst für den Gläubigen, aber zu unserem Besten. Eines Tages werden wir vor Gott stehen und werden staunen, meine Lieben, dass selbst die Dinge, oder gerade möchte ich sagen, die Dinge, die schlecht waren, dazu gedient haben, dass ich zu Gott gefunden habe. Mein Glaube stark war, auch durch die Endzeit zu gehen, in der wir uns voll befinden, meine Lieben. Nachdem die Sintflut kam, damals bei Noah, und die Menschen leider wieder abtrünnig wurden. Es gab eine treue Linie weiterhin, aber die meisten Menschen haben Gott wieder vergessen durch ihre Karrieren, Alltag, Essen, Partner, alles Mögliche, Sport, alles Mögliche, Gott vergessen. Nicht jeder Sport ist schlecht, ja? Also habe ich auch übrigens Vorträge zu. Aber einfach alles getrennt von Gott. Nach ihren eigenen Lüsten, wie wir eben gelesen haben. Was machten sie? Die Bibel sagt, dass sie dann hingingen und dass sie Babylon, dass sie einen Turm zu Babel aufbauten, beschreibt die Bibel in 1. Mose Kapitel 9. Nach der Sintflut, aus dem Grund, weil sie Angst hatten, dass nochmal so etwas kommen könnte, wie die Sintflut. Sie kannten die Geschichten, sie glaubten sie damals noch, nicht so wie wir heute, obwohl es genug Beweise für die Sintflut übrigens gibt. Wissenschaftliche, sehr gute Beweise. Aber sie sagten, wir wollen ohne Gott, ja? Wir möchten uns selber schützen, möchten diesen Turm bauen, hoch in den Himmel, wir wollen sein, dort sind wir geschützt. Das ist ja auch das, wo die Bibel sagt in Jesaja Kapitel 14, dass Satan, der Luzifer, wollte sich über die Sterne Gottes setzen, wollte sich auf den Thron Gottes sogar setzen, weil er Anbetung möchte. Er möchte dort sein, wo Gott ist. Und viele von uns wollen genau das Gleiche, was Satan will. Wir wollen sein wie Gott. Wir würden es niemals so aussprechen, meine Lieben. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ich wollte früher sein wie Gott. Ja, wollte der große Rockstar sein. Wollte ja, gesehen werden, Bodybuilding und alles, Aufmerksamkeit von Frauen. Was ist denn das? Nichts anderes, wie dass du dein eigener Gott eigentlich sein möchtest. Und das machten die Menschen nach der Flut. Anstatt aus diesen Geschichten zu lernen und sich zu Gott zu bekehren, gingen sie wieder ihren eigenen Weg und bauten das Babylon auf, was heute ein Sinnbild in der Offenbarung ist für die Institution, von der wir auch gerade eben gelesen haben in diesem Buch vom Schatten zum Licht, die es antreiben wird, das Malzeichen des Tieres in die Welt zu bringen. Aber meine Lieben, an diesem Punkt, macht bitte nicht, egal wo du jetzt stehst, und ich danke dir, wenn du mir immer noch zugehört hast, wenn du die Geduld hattest, vor allen Dingen für dich, der diese Thematik vielleicht vollkommen fremd ist oder vielleicht bisher anders verstanden hast. Danke dir, dass du zugehört hast bis jetzt. Ich weiß, es ist lang, aber ich denke, es ist wertvoll. Macht nicht den gleichen Fehler wie damals die Menschen nach der Sintflut. Wenn du jetzt betroffen bist auch von diesem Fall und jemand dort bist, der im Kreis Ahrweiler oder in Hagen oder Wuppertal oder wo auch immer oder in den letzten Jahren schon mal sowas erlebt hast, mach nicht diesen Fehler und bau deinen eigenen Turm,
sondern Bau mit dem wahren Baumeister, wo der Eckstein Jesus Christus ist. Er möchte, dass du wirklich auf Felsen baust, auf ihm und nicht auf Sand. Das wird alles wieder vergehen. Diese Welt hat ein Endlauf, ein Ablaufdatum, ein, wie sagt man nochmal bei Produkten, ein, ihr wisst es, na, ich komme jetzt gerade nicht auf den Begriff, aber ihr wisst es, das Produkt sozusagen wird ablaufen, es wird zu einem Ende des großen Kampfes kommen. Und meine Lieben, wenn du jetzt heute nicht dein Leben verloren hast durch diese Ereignisse, dann sei gewiss, Gott gibt dir und schenkt dir noch Gnadenzeit, ihn wirklich zu erkennen, ihn wirklich einzuladen, wie er wirklich ist. Jesus sagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, von ganzem, wenn er wirklich Verlangen ist, dann wird er sich offenbaren. Als ich 2010 in einer Situation war, wo ich gar nicht wusste, dass ich eigentlich nach Gott suchte, aber mich gefragt hat, in meiner persönlichen Krise in meinem Leben, ich war auf dem Boden zerstört und ich wusste nicht, wie weiter. Und da fing ich an zu suchen, obwohl ich gar nicht wusste, dass ich nach Gott suche. Aber er hat mich dorthin geführt, durch dieses Buch vom Schatten zum Licht, der große Kampf, und bin dann zur Bibel geführt worden und habe Jesus Christus als meinen persönlichen Erlöser angenommen. Wenn es dir jetzt so geht, sei bewusst, Gott schenkt dir noch Gnadenzeit. Für manche ist in den letzten 24 Stunden diese Gnadenzeit geschlossen worden. Und das ist traurig. Keiner weiß von uns, ob die Menschen, die jetzt gestorben sind oder im Moment immer noch vermisst werden, wie sie zu Christus standen. Meine Lieben, macht nicht bitte den gleichen Fehler. Seht es als Warnzeichen Gottes. Ärgert euch nicht über Gott oder stellt ihn in Zweifel, sondern sucht ihn. Er gibt Antworten. So viel, dass wir sagen können, dass Gott gerecht ist. Und wenn die nächsten Prüfungen kommen, und meine Lieben, die kommen, schlimmer als das, was heute passiert ist oder gestern. Denn wir müssen vorbereitet sein auf einen anderen Regen, der kommen soll. Die Bibel verspricht in einem Sinnbild uns die Erfahrung, die Gott geben möchte in dieser Endzeit, in einem Sinnbild des Spätregens. Ein Sinnbild dafür, dass Gott in besonderem Maße, so wie damals bei Pfingsten mit den Jüngern, seinen Heiligen Geist, aber diesmal noch kräftiger ausgießen möchte. Dass wir durch diese Zeit gehen können, wo die Spötter so groß sind, dass sie uns nachher verfolgen wollen und die Bibel sagt, dass selbst ein Todesdekret kommen wird für die, die nicht mit dem Mahlzeichen des Tieres mitgehen, sondern mit allen von Gottes Geboten. Nicht aus der eigenen Kraft, aber weil sie Christus täglich an ihm saßen, zu seinen Füßen saßen und ihn aufgesaugt haben. Die Bibel möchte, dass wir uns darauf vorbereiten und lädt uns heute ein, dass wir die Erfahrung des Frühregens machen. Nämlich die Erfahrung, mit Christus aus seiner Gnade heraus nicht nur vergeben zu sein, sondern Sieg zu erhalten über meinen Stolz, über meine Selbstsucht, über meine Selbstgefälligkeit, über die Dinge, die ich vernachlässigt habe. Und Freude daran kriege, an dem Charakter Gottes und so selbstlos zu werden, wie Jesus Christus ist. Und Freude daran zu haben, Gott die Ehre zu geben und anderen Menschen zu dienen. Das Thema werde ich aber übrigens nächste Woche Montag bei meinem regulären Livestream weiterführen über den Spätregen und die Voraussetzungen. Ich möchte euch jetzt zum Abschluss noch ein Audio abspielen, was ich aber mit Bildern hinterlegt habe, von einem lieben Bruder und Freund, dem Bernhard, der mir auch heute nach meinem Wohlbefinden von meiner Familie gefragt hat. Danke dir, Bernhard, auch nochmal für und auch für die anderen. Und er hat in einer seiner Sprachnachrichten, hat er mir etwas gesagt, erstmal seine eigene Erfahrung, die er jetzt hört. Er spricht also aus Erfahrung, was er damals in Simbach erlebt hat. Einige von euch erinnern sich noch. Aber nicht nur dort in Simbach, sondern auch, was er daraus gelernt hat. Hört euch einmal dieses Zeugnis an und vor allen Dingen zum Ende die Schlussfolgerung, die er daraus zieht. Hören wir in dieses Video oder in diese Audio hinein nun. Und ich weiß aus persönlicher Erfahrung, wie sich so ein Hochwasser auswirkt. 2016 habe ich mit meiner Familie in Simbach am Inn gewohnt. Und das war mal richtig krass. Da hatten wir den Bach auch gerade mal über die Straßenseite, auf der anderen Straßenseite. Und das war einfach ein brutales Hochwasser. Das war auch damals ein Jahrhunderthochwasser in dem Ort, in der Stadt damals. Dann sind wir da auch weggezogen. Aber es ist
echt wichtig, auch was du jetzt zum Schluss deiner Nachricht gesagt hast. Dass du oben auf dem Berg wohnst und dass das Wasser da schön runterlaufen kann. Also ich würde, wie gesagt, auch weil ich die persönliche Erfahrung gemacht habe, ich würde nie, niemals im Leben mehr ans Wasser ziehen. Und Schwester White hat dir da auch was drüber geschrieben. Ich glaube, steht auch im großen Kampf. Oder wohl, oder in Christus kommt bald, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Aber sie schreibt ja auch, man soll nie ans Wasser hinziehen. Man soll immer etwas erhöht wohnen, ein bisschen weg vom Wasser. Also man soll auf jeden Fall schauen, dass man eine Quelle hat, dass man immer frisches Wasser hat, das ist schon wichtig. Aber immer weg von Flüssen und am besten erhöht wohnen, dass das Wasser nicht hinkommen kann bei einer Überschwemmung. Und das hatten wir damals auch nicht befolgt und prompt hat es uns erwischt. Und das Krasse war, was mir jetzt auch gerade noch einfällt, ich kenne halt einen aus Bogenhofen, einen Bruder, der hat dort Theologie studiert. Der ist auch quasi ausgebildeter Prediger, aber halt nicht ordiniert. Aber auf jeden Fall, der wollte damals mit seiner Familie auch nach Simbach am Inn ziehen. Und die hatten damals wirklich konsequent drum gebetet. Und die wollten damals auch in die Gartenstraße ziehen, wo es auch so schlimm war. Auch so schlimm wie bei uns damals in der Bachstraße. Und er mit seiner Familie, die haben wirklich keine Chance dann gehabt, dieses Haus zu bekommen. Es sah zuerst alles gut aus und dann auf dem letzten Drücker hat sich dann die Sachlage so verändert, dass sie das Haus dann damals nicht bekommen hatten. Und dann, ja, du kennst es ja wahrscheinlich aus persönlicher Erfahrung, dann fängt eben diese Fragerei an. Ja, warum nicht? Warum hat es nicht geklappt? Ja, wir haben doch gebetet und dann hat sich plötzlich das Blatt wieder gewendet und wir haben das Haus nicht bekommen und hin und her. Ja, und dann hat sich das nach einer Zeit rausgestellt. Dann kam die Überschwemmung, dann hat er schon gewusst, warum. Ja, und wir hatten damals die Erfahrung gemacht, wir sind halt nicht so konsequent ins Gebet gegangen. Und als wir dann noch hingezogen waren, habe ich damals mit meiner großen Klappe auch noch damals auch noch zu meiner Frau gesagt, ja, guck mal, hier ist ein Bach, nicht, dass mal zu einer Überschwemmung hier kommt. Und ich wusste damals echt nicht, was ich da sag, weißt. Und dann, eineinhalb Jahre später, war es dann soweit, dann kam wirklich die Überschwemmung. An dem Tag auch noch, weißt du, Timo, das war damals auch noch so, an dem Tag sogar, als der Bach dann immer mehr anstieg, dann habe ich auch noch so ein bisschen so rumgewitzelt. Ja, jetzt schwappt er gleich über und dann kommt jetzt hier das Wasser raus und hin und her. Und ich war damals echt so doof, muss ich sagen, dass ich da einfach nicht über meine Worte nachgedacht habe. Und dann kam die Katastrophe. Dann kam sie echt richtig heftig. Wir hatten damals einen Pegel, was weiß ich. Ja, der war schon heftig. Der war bestimmt schon 3, 4 Meter hoch. Und der ist uns unten überall reingelaufen und sogar schon noch im ersten Stock in unserem Wohnbereich. Wir hatten unseren Wohnbereich damals ab dem ersten Stock dann bis unter das Dach. Und sogar bei uns ist noch reingelaufen und wir waren Gott sei Dank noch höher. Weißt du, sodass nur reingelaufen ist. Bei meinen ganzen Nachbarn da um uns herum, die hatten echt einen Meter Wasser im ersten Stock drin. Eben weil auch der Bach so nah war. Und das war eine echte Katastrophe. 7 Menschen sind damals gestorben. Das war Wahnsinn. Eine hatte ich auch noch gut gekannt. Die hat im Netto gearbeitet, im Discounter. Mit der habe ich ab und zu mal gequatscht. Die war gerade mal 28. Sie, ihre Mutter und ihre Oma, damals alle drei ums Leben gekommen. Fett in der Zeitung gewesen damals. Es war einfach der absolute Wahnsinn. Das war ein pures Chaos. Und in dem Chaos habe ich mir damals auch die Frage gestellt, weil du wusstest ja nicht mehr, wohin. Das Wasser kam von überall her. Damals habe ich Gott auch, da bin ich ganz schnell ernst geworden. Da habe ich Gott auch gesagt, habe ich Gott auch gefragt. So im Gebet kurz in Gedanken. Ja, Herr, war es das jetzt? Ist jetzt meine Zeit gekommen? Über das habe ich noch kurz nachgedacht. Nachdem ich meine Familie, also meine Frau und meine 4 Kinder damals schnell quasi hochgejagt hatte und das Dach. Die Nachbarn sind dann von unten, die was unter uns gewohnt haben, die haben sich dann noch zu uns auf die Terrasse hochgeflüchtet. Die waren bei uns damals, Vermieter haben wir
mit meinem Nachbarn ja noch aus den Fluten rausgezogen. Ey, das war absoluter Wahnsinn. Mein Nachbar wäre fast gestorben mit seiner Mutter in den Fluten. Der wäre fast um ein Haar ertrunken damals. Also es war brutal. Das kann man sich echt nicht vorstellen. Zweimal die Feuerwehr angerufen, beim dritten Mal gar nicht mehr durchgekommen. Und die kann ja auch nichts machen. Die haben zwar gesagt, ja, wir kommen, aber schlussendlich sind sie dann mit den Hubschraubern gekommen, weil wegen dem Flüchtling damals die Bundespolizei vor Ort war. Also ja, jetzt habe ich dem kleinen Schwanken aus meinem Leben erzählt. Aber es ist halt gerade wieder so präsent. Und wenn ich dann die Bilder sehe, dann muss ich immer gleich wieder an meine Erfahrung denken, damals in Simbach am Inn. War echt nichts Schönes. Aber was dann halt wirklich schön war, da sind wirklich alle aus der Gemeinde gekommen. Alle, die was Kraft, Zeit, Ressourcen hatten und haben mit uns allen dann aufgeräumt. Hey, das war so viel Schlamm. Ich sag's dir, was wir da Schlamm geschaufelt haben, zusammen mit der Feuerwehr, zusammen mit den Brüdern und Schwestern aus der Gemeinde. Hey, Wahnsinn. Aus Bogenhofen damals. Wahnsinn. Das war echt krass damals. Ja, und das ist es. Man muss einfach nur auf Gottes Wort hören und auf seine Prophetin. Dann ist man immer auf der sicheren Seite. Und soweit. Ja. Das ist echt besonders in der heutigen Zeit, in den heutigen Tagen so ultra wichtig, dass wir diese Wege gehen, sonst werden wir voll gegen die Wand fahren. Es wird immer wichtiger und immer akkurater auf das Wort zu hören. Nicht nur so Larifari nebenbei, sondern wirklich Gottes Wort wirklich akkurat zu befolgen. Genauso wie damals das Volk in der Wüste unter Mose. Ja, steht ja auch geschrieben, genau auf Gottes Wort zu hören und eifrig danach zu trachten. Ja, das ist unsere Aufgabe, lieber Bruder. Ich hoffe, der Herr schenkt uns noch ein bisschen Zeit, dass wir das noch alles auf die Kette kriegen, weißt. Okay, also lange Rede, kurzer Sinn, freut mich sehr, dass es euch gut geht. Gott schütze und segne euch. Bis dann, macht's gut, gell? Schöne Grüße daheim. Und hoffentlich geht's auch deiner Oma gut, gell? Also, ich bete weiter für euch, auch für Simon und für deine Familie und für alle Betroffenen dort unten bei euch. Lieben Dank, Bernhard, dass wir das teilen durften. Und ich hoffe, dass ihr gut zugehört habt. Es war eine Predigt für sich selbst. Nicht nur die eigene Erfahrung, wo man sehr viel daraus lernen kann, was er dort sagte. Das hört jetzt euch bitte nochmal an, anschließend. Aber auch die letzten Worte. Und dem, was hier passiert, ist vorausgesagt. Aber wir sollten auf Gottes Wort hören und auf seine Propheten. In 2. Chronik, Kapitel 20, Vers 20, heißt es, vertraut auf den Herrn, euren Gott, so könnt ihr getrost sein und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr Gelingen haben. Das ist Jesus' Versprechen an uns, dass wir auf sein ganzes Zeugnis hören sollen. Meine Lieben, Jesus' Wiederkunft soll uns persönlich nicht treffen wie ein Dieb in der Nacht, sondern ich hoffe, dass wir diesen Weckruf gehört haben und dass wir uns, egal wo wir jetzt stehen, uns bereit machen. Es werden mehr persönliche Katastrophen, Naturkatastrophen, Wirtschaftskatastrophen, es wird alles zunehmen, meine Lieben. Diese Welt hat ein Haltbarkeitsdatum und das läuft bald ab. Jesus sagt, er kennt die Zeichen der Zeit und wacht und betet, dass wir als würdig empfunden werden. Meine Lieben, machen wir uns bereit und bleiben wir bereit. Und eine Hilfe dabei für diejenigen, die dieses Buch noch nicht haben, so möchte ich euch einladen, dass ihr euch als Hilfe dieses Buch vom Schatten zum Licht besorgt. Ihr könnt euch das kostenlos besorgen. Bei der Internetseite, auf der Internetseite Projekt 7, als Zahl geschrieben, projekt7.media. Dort bekommt ihr dieses Buch vom Schatten zum Licht kostenlos zu euch nach Hause geschickt. Euch nervt nachher niemand mit Werbung oder sonst irgendwas, sondern ihr bekommt einmalig nur dieses Buch. Und auch hier möchte ich jetzt abschließen und meinen lieben Mitbürgern möchte ich mal noch sagen, auch wenn ich dort im Kreis Ahrweiler jetzt nicht mehr ansässig bin. Aber ich habe sehr viele Jahre dort meine Kindheit verbracht, sehr viel Schönes,
erlebt, bin mit vielen Menschen nahe gekommen. Und als wir als Familie im Jahr 2010, erst ich, dann meine Eltern, später mein Bruder, zum Glauben kamen, zu einem Glauben, wo wir sagten, wir möchten nicht mehr auf Menschen hören und auf Traditionen, sondern alleine auf das, was geschrieben steht und selber prüfen und Christus persönlich kennenlernen und unser Leben aufnehmen. Als wir diese Entscheidung getroffen haben, ist es nicht einfach gewesen in diesem Dorf, was sehr stark auch geprägt ist von Traditionen und haben auch sehr viel Negatives erfahren, aber auch sehr viel Positives. Und egal, wie du reagiert hast oder wo ich vielleicht Fehler gemacht habe, möchte ich mich auch für entschuldigen. Aber meine Lieben, Gott liebt euch. Und ich liebe euch. Und ich wünsche mir von Herzen, von jedem, der dieses Video sieht, egal wo es gesehen wird, aber besonders wünsche ich mir natürlich für die Menschen auch im Kreis Ahrweiler, wo wir viele Jahre lang gewirkt haben, auch durch das Geschäft Manhu, aber auch in der Umgebung. Mein Gebet ist, meine Lieben, geht in eure Richtung. Für die natürlich, die jetzt erstmal betroffen sind durch Menschen, die sie verloren haben, aber auch für jeden Einzelnen, der dort jetzt im Moment im Schlamm steht. Meine Gebete gehen zu euch und werden euch weiter tragen, aber auch praktische Hilfe, wo es bald möglich ist. Und viele von euch haben vor etlichen Jahren, ich sagte das bereits, dieses Buch Der große Kampf in ihre Heime bekommen oder in den letzten Jahren das Buch Vom Schatten zum Licht. Und wenn ihr das erhalten habt und dieses Buch nicht jetzt gerade in dieser Flut zerstört wurde, ansonsten, wie gesagt, könnt ihr es euch kostenlos auf projekt7.media noch einmal besorgen. Ich bitte euch, ich glaube, es ist höchste Zeit, dieses Buch als Hilfe zu nehmen. Nicht, dass es absolut notwendig ist, man kann auch direkt zum Wort Gottes gehen. Aber es ist eine große Hilfe, Zusammenhänge in kurzer Zeit besser zu verstehen und dann an historischen Fakten und anhand von Bibeltexten zu sehen, dass das, was dieses Buch sagt, was bereits vor über 100 Jahren geschrieben wurde, aber brandaktuell ist, vor allen Dingen, wenn man dann in die letzten Kapitel dieses Buches kommt. Und dann geht es weit hinaus noch über Naturkatastrophen. Und ich weiß, dein Kopf mag gerade ganz woanders sein und im Schlamm stecken und so. Und du erstmal denken, was will ich jetzt mit einem Buch? Und ich kann auch verstehen, dass du jetzt erstmal praktische Hilfe brauchst. Ich bin auch jedem dankbar, der dort hingeht und hilft. Aber meine Lieben, alles hat seine Zeit. Und die Zeit ist bald abgelaufen, sagt die Bibel uns, dass wir jetzt aber noch Zeit haben, Gott wirklich kennenzulernen, so wie er wirklich ist und wie er sich uns offenbaren will. Das ist eine Möglichkeit, die ich euch anbieten möchte, weil dieses Buch mein Leben, das Leben meiner Eltern, meines Bruders, vieler Freunde von mir verändert hat, dass sie uns zu Christus geführt haben. Und ich möchte euch bitten, nehmt das Buch, nehmt die Bibel, lest sie, übergibt euch Gott von ganzem Herzen. Gott will euer ganzes Herz nicht geteilt. Viele von uns mögen vielleicht noch in die Kirche irgendwo gehen, dort auch im Kreis Ahrweiler. Aber glaubt mir, meine Lieben, ich war auch so. Hab nicht verstanden, dass ich keine persönliche Beziehung zu Christus hatte. Es ist mehr als in die Kirche gehen. Gott möchte unseren Charakter verwandeln in seinem Charakter. Und dazu muss ich, wie der Paulus sagt, täglich bereit sein zu sterben. Abstand von meinem eigenen Ich zu nehmen und Christus walten zu lassen in meinem Leben. Was das alles bedeutet, wenn du es nicht verstehst, bitte ihn einfach, er wird dir das verständlich machen. Er wird das tun. Und deshalb, meine Lieben, wacht auf. Die Welt ist so verrückt, wir können jetzt noch stundenlang darüber sprechen. Aber ja, wenn wir schauen, was im Moment in der Welt vor sich geht, in Frankreich, ich hatte es schon kurz erwähnt, Macron, der jetzt gerade darüber nachdenkt, Leute, die nicht geimpft sind, dass sie bald nicht mehr vielleicht kaufen dürfen oder gewisse Shoppingcenter nicht mehr dürfen. Was in Südafrika im Moment passiert, überall, ist egal, wo du hinguckst. Die Welt wird bald schreien, weil sie es nicht mehr aushält nach einer Lösung. Und die Lösung wird ihnen von denen angeboten, die, wie ich glaube, diese Krisen selber verursachen. Und dann werden die Leute es dankbar annehmen, nicht merken, dass sie dort ein trojanisches Pferd haben, dass sie die Katze im Sack gekauft haben. Meine Lieben, Gott bewahre uns.
Durch sein Wort, durch die Führung des Heiligen Geistes hat Gott uns versprochen, uns in alle Wahrheit zu führen, Gott wirklich zu kennen, wie er ist, und dass wir eben nicht am Ende der Zeit getäuscht werden, selbst die Auserwählten unter Gefahr stehen, getäuscht zu werden. Egal, was sie euch erzählen in der Zukunft, es ist mein inniges, aufrichtiges Gebet, vor allen Dingen an euch, meine Lieben, ich sage jetzt trotzdem nochmal Mitbürger im Kreis Ahrweiler, bitte, nehmt euch die Zeit, gebt diese Dinge weiter, lest dieses Buch, ihr könnt mich persönlich anschreiben in den Kommentaren. Ich habe eine Telegram-Gruppe, die heißt Timo Hoffmann Infokanal. Ich bin noch bei Facebook zu finden derzeit auch. Wenn ich irgendwie helfen kann, die da jetzt wirklich Hilfe brauchen. Aber egal, was ihr euch in der Zukunft erzählt, nehmt diese Sachen, damit ihr wisst, auch wenn ihr es jetzt noch nicht glaubt, es wird kommen, was ihr heute Abend gehört habt. Es ist die Wahrheit. Es ist nicht Timo Hoffmanns Wahrheit, es sind nicht meine geisteskranken Gedanken, sondern es ist das, was Gottes Wort sagt und es ist wahrhaftig und jeder kann es selber prüfen. Möge Gott euch die Gnade schenken, dass ihr nicht versucht, dass ihr nicht getäuscht werdet und der Versuchung erlegt, wenn sie euch erzählen werden, nun haben wir die Lösung und alles wird besser. Und ihr das Mahlzeichen annehmen werdet, diesen gemeinsamen Nenner. Und sie sagen werden, wir werden damit Gott ehren. Meine Lieben, es ist eine Riesenlüge. Das ist mein aufrichtiges Gebet. Ich möchte euch nochmal danken. Es war sehr lang. Ich weiß, aber mir liegt das einfach enorm am Herzen. Nicht nur, weil jetzt die eigene Familie davon betroffen ist, sondern weil ich viele Menschen auch durch die Arbeit in Manhu in den letzten 7 Jahren lieben gelernt habe. Und auch wo ich mich manchmal vielleicht irgendwie falsch oder dumm verhalten habe, es tut mir leid. Es ist mein aufrichtiges Gebet und wird es auch weiterhin bleiben, dass Menschen auch gerade im Kreis Ahrweiler wirklich Christus voll annehmen. Wir beten weiterhin für euch, auch in den anderen Städten natürlich, die ihr betroffen seid. Möge Gott euch viel Kraft jetzt geben durch diese Zeit und Weisheit. Und ihn vor allen Dingen zu erkennen. Möge Gott euch segnen. Lasst uns abschließend noch beten. Unser Vater im Himmel, wir möchten dir danken für diese Ausführung. Danke, Herr, dass wir ein bisschen mehr verstehen durften. Durch dein Wort und durch die Dinge, die wir geteilt haben, die wir gesagt haben, was hier eigentlich vor sich geht. Dass hier ein Riesenschauspiel stattfindet und jeder einzelne von uns hier in diesem Schauspiel steckt. Und je nachdem, wie wir uns entscheiden, wir sagen können, Gott, du bist gerecht. Auch im Leid, in Not, du bist gerecht. Danke, Herr, dass du genug Liebesbeweise dem gibst, der dich von ganzem Herzen sucht, dass wir nicht zweifeln müssen, wenn auch uns als Gläubige Schicksale treffen. Herr, ich möchte dich bitten, vor allen Dingen für die, die jetzt heute Menschen verloren haben, dass du ihnen ganz nahe bist und ihnen besonders Trost und Kraft schenkst in dieser Zeit. Zu wissen, dort ist eine Hoffnung. Dass sie aber auch selber, nicht nur diese, sondern alle, die jetzt betroffen sind, aber auch alle, die das jetzt hier hören, sich jeder selber wirklich fragt, wo ich mit Christus stehe. Habe ich dir wirklich die Türe geöffnet? Habe ich dir schon mal wirklich die Chance gegeben? Oder ist mein Bild verdreht von Medien und eigenen Ideen und was Familien oder Traditionen oder Kirchen mir sagen? Ich möchte dich bitten, dass du dir Herzen öffnest, und dass dieses Video nicht verstanden wird, irgendwie als ein Angriff gegen irgendjemanden oder gegen irgendwelche Institutionen, sondern dass wir einfach der Wahrheit, dass wir die Liebe für die Wahrheit bekommen, für dein Wort, für Christus, Herr, für die Gemeinde, mögest du es schenken, Vater, das ist mein inniges Gebet. Mögen diese Bücher, wenn sie nicht zerstört wurden, mögen sie leuchten in diesen Tagen, dass sie wiedergefunden werden, dass sie gelesen werden von Hunderten, ja von Tausenden. So wie du mir und meiner Familie geholfen hast, dadurch dich kennenzulernen. Und dass wir jetzt diese wunderbare Hoffnung haben, mitten im Sturm. Herr, wir danken dir. Möge dein Name geehrt werden. Hab vielen Dank und Lob im Namen Jesu Christi. Amen. Ich möchte euch danken und wünsche euch an dieser Stelle Gottes Segen.